und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes. Dann klingt furchtbar, wie du das machst. Ja. Okay. Mal ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen natürlicher. Ein bisschen Jonas, sei mal ein bisschen natürlicher, ein bisschen lockerer. Sei mal mehr du. Stell dir nicht Raphael bei den News vor, sondern Jonas Ressel, der. Jetzt können wir es nicht reinschneiden. Ich hätte das so genommen. Ich fand das witzig. Das Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back mit euren drei Jungs, Alper, Jonas, Marius. Du machst das wunderbar. Du wolltest das Lied anstimmen, ne? Genau. Das, ich Alper, Jonas, Marius machen gerne Videos. Die machen keinen Dreck, sondern Cinema Strikes Back. Ganz genau. Und diesen Podcast gibt es auch auf Spotify und iTunes. Da guckt ihr einfach in die wunderschöne Infobeschreibung, wo immer tolle Sachen drin stehen. Was findest du besser? Oh. Ich mag Soundcloud. Okay. Es gibt auch den RSS-Feed, ne? Dann vergiss den RSS-Feed. Und den ISS-Feed, weil wir werden auf der Space Station da gehört. Das ist nicht schön. Der einzige Podcast, den die komplette ISS-Crew gemeinsam hört. Genau. Es gibt eine wunderbare Seite, die heißt, ich habe vergessen, wie die genau heißt, irgendwie sowas wie viele Deutsche sind gerade im Weltraum oder sowas. Und da, es steht einfach nur eine Zahl, wie viele deutsche Astronauten gerade im Weltraum sind. Eins, zwei. Gerade ist es, glaube ich, eins oder so, okay. Okay, heute haben wir eine neue Folge unseres Erfolgsformates Hund auf Herz. Wir spielen heute Hund auf Herz. Genau, das ist hier für alle Filmquiz-Koryphäen da draußen das Nonplusultra an Quiz-Kultur und. Mir haben Leute geschrieben, dass sie manchmal Orgasmen kriegen, wenn sie Hund aufs Herz hören oder gucken. Auf jeden Fall. Ja. Gibt's auf YouTube auch mit Bild übrigens, wer uns gerade auf Spotify zuhört. Hm, aber das Martinshorn im Hintergrund, das Auto dazu sieht man leider nicht. Ich weiß gar nicht, ob man's hört. Jonas kann das sagen, denn der hört nicht nur Musik, sondern. Ja. Dann lese ich noch mal kurz die Regeln für alle, die noch nicht wissen, worum es ja hier eigentlich geht. Wir überspringen Cinema Flashback Ich finde es geil, dass wir ja Moderationskarten hier haben. Und Jonas hat einen dicken, fetten Stapel davon in der Hand. Ja, ist immer geil. Sich einfach nur die ersten zwei zu nehmen. Ist vor allem, Jonas, du musst mir einen Gefallen tun, das nicht so halten, dass ich genau reingucken kann. Oh, das ist ein bisschen, so gewinnt Alper. Dann musst du mir einen Gefallen gucken und einfach nicht reingucken. Du musst mir einen Gefallen gucken, hier bei Hund auf Herz. Okay. Also, bei Hund aufs Herz treten zwei Teilnehmer gegeneinander an. Das sind Alper auf der linken Seite und Marius auf der rechten Seite. Oh, du hast sogar die Kamera bedacht. Ja, ich musste ganz kurz überlegen. Ja. Ich lese nacheinander drei Zitate aus einem Film vor und ihr müsst diesen Film erraten. Keine wo diese Serien. Zitate vorkommen. Keine auf Serien. Deutsch. Wenn man den Film schon beim ersten Zitat errät, bekommt man 5 Punkte. Mhm. Beim zweiten Zitat bekommt man 3 Punkte. Beim dritten Zitat bekommt man nur noch 2 Punkte. Kap der Angst. Genau. Wer buzzert, darf antworten. Und der Buzzer von Alper hört sich folgendermaßen an. Und der Buzzer von Marius hört sich folgendermaßen an. Ah. Wir können das auch nur noch mit dem Mundgeräusch. Ja, genau. Okay. Ja. Rät ein Teilnehmer beim ersten Zitat falsch, so muss er ein Zitat aussetzen, kann aber danach wieder mitraten. Du machst das wunderbar, Jonas. Ja. Zwischen den Zitaten gibt es Fragen zu dem jeweiligen Film oder zu Themen, die der Film behandelt. Zusatzfragen. Mit denen man noch mal Bonuspunkte einsacken kann. Robert De Niro raucht Zigarre im Kino. Genau. Dann gibt es noch eine Spezialrunde. Leider noch keine Filmmusik. Das Steve Buscemi war Feuerwehrmann bei 9/11. Nicht im Film, nicht sondern im Film. In der Realität. Danach gibt es noch eine Spezialrunde. Diesmal keine Musik, aber ich habe mir was anderes ausgedacht. Oder du hast dir was Neues ausgedacht. Jonas, nicht ausgedacht. Ich glaube, die Idee stand schon mal im Raum. Ich weiß es. Jonas rülpst die Titelmelodie. Nein. Ja. Ich nenne nacheinander 5 Schauspieler. Merkst du, wie Jonas immer aggressiver wird? Ich nenne nacheinander 5 Schauspieler, die in einem Film mitspielen. Ihr beide müsst den richtigen Film erraten. Das ist cool. Der Buzzer darf antworten. Mhm. Bei einer falschen Antwort fliegt man aber raus. Ja. Also komplett aus dem Raum hier. Genau. Dann der Gegenspieler darf aber weiter raten. Ja. Beim ersten genannten Schauspieler bekommt man 5 Punkte, wenn man es richtig errät. Jeden weiteren, den ich nenne, bekommt man nur 1 Punkt weniger jeweils. Also dann beim zweiten bekommt man 4, beim dritten bekommt man nur 2. Ja, ja, ich verstehe. Beim zweiten, ja, genau. Ja. Josh Brolin. Genau. Sicario. Heute gibt es auch eine ganz besondere Bestrafung. Oh Gott, Marius und ich hatten gestern quasi eine Gedankenübertragung. Ich habe den Film schon als Bestrafung aufgeschrieben und Marius meinte, hey, der ist gerade auf Netflix. Okay. Und zwar geht es um Pass auf, wir fangen mit der ersten Quiz-Dings an, sagen einen Hauptdarsteller. Okay, also ich muss das jetzt erraten. Ja, genau. Okay. John Travolta. Okay. Ja, er hat viele Filme. Okay, noch ein Tipp, Science Fiction.
Ist es Battlefield Earth? Ja, es ist Battlefield Earth. Oh Gott. Der, wo er Dreadlocks trägt. Das ist der Scientology-Film. Ich habe den aber fast komplett gesehen. Ich habe sehr viele Ausschnitte daraus gesehen. Kannst du gerne Kritik dazu machen, wenn du verlieren würdest? Dann kannst du den komplett. Zu meiner Schande, mir fällt gerade ein, ich habe auch noch einen Film offen von der letzten Folge Hund aufs Herz. Es ist lange her. Unsere letzte Folge war tatsächlich mit den Rocket Beans, mit Schröck und mit Etienne. Und Etienne wollte, dass ich Open House gucke auf Netflix. Hast du aber nicht. Und ich habe es leider nicht gemacht. Wisst ihr was? Dann ohne Scheiß, für die nächste Folge gucke ich dann beide. Ich gucke beide an einem Abend und werde mich wahrscheinlich erschießen. Viel Spaß. Ach so, ja, falls ich verliere. Cool, dann gibt es ja eine Doppel-Dings eventuell, oder? Ja. Aber okay. Noch mal kurz zu den Regeln. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert auf den ersten Blick für alle neuen Zuhörer und Zuschauer, aber es ist. Es erklärt sich von selbst gleich. Man schreit einfach schnellstmöglichst die Antwort rein. Aber ich meine, wir haben Umfragen gemacht und da kam es sowieso raus, dass 90% der Menschheit Hund aufs Herz kennt. Ja, und die anderen 10% sind dumme Babys, die nichts wissen. Es geht ja auch nicht um die Punkte, sondern es ist ja wie bei der Mini-Playback-Show hier. Alle sind Gewinner. Es geht um die Kinder. Wenn einer nur gewinnen kann. Ja. Okay, ich will noch eine kurze Anmerkung. Hand immer neben den Buzzer, würde ich vorschlagen. Nein, das ist am besten haltet ihr nicht berühren. Genau, am besten haltet ihr aber auch immer was zu schreiben bereit, weil teilweise die Bonusfragen, wenn man da was aufschreiben muss. Ich halte was bereit, aber das. Eigentlich kann man das ja genau lesen, ne? Erkennen, was der andere da schreibt. Da kann man Hand darfst du halt nicht abgucken, dann guck ich. Okay, wenn du guckst, dann kriegst du einen Punkt dazu. Das ist nicht wie in der Schule, einfach abschreiben und dann. Hä, ich habe doch nicht abgeschrieben in der Schule. Niemals. Niemals. Oh, es gab so Momente, in denen ich eine überraschend gute Note bekommen habe und Lehrer genau wussten, dass ich abgeschrieben habe, weil ich ein Vollidiot war in der Schule und nichts machen konnten. Das waren die schönsten Momente. Schämst du dich ein bisschen? Ehrlich gesagt nicht. Es ist ja auch eine gewisse Form von Intelligenz. Also zu wissen, wie und nicht erwischt zu werden. Also, ja. Also, Kinder, wenn ihr schummeln wollt, allgemein im Leben oder auch in der Schule, tut es. Jeder tut es. Mein Vater hat mir mal eine sehr wichtige Weisheit mit auf den Weg gegeben. Ja. Und zwar hat er gesagt: Niemals gelben Schnee essen. Man darf alles machen, man darf sich nur nicht dabei erwischen lassen. Wow. Wie alt warst du da? Alter. Das ist schon heftig. Das ist. Hinterzieht dein Vater zufällig Steuern oder sowas? Macht alles. Ja, danach ist Jonas voll geguckt, durch Hausach gegrüßt. Genau. Ohne Führerschein. Ich habe einen Menschenhandel aufgemacht in Hausach. Ja. Weiß noch niemand was. Hausacher Mädchenhandel. Der Mädchenhandel. Der Mädchenhandel. Oh, komm, wir machen noch Büble. Kannst du den Mädel im Keller mal Schupfnudel bringen? Das ist einfach auf so vielen Ebenen. Achso, ihr könnt weiterhin aber auch unser Cinema Strikes Back Bingo spielen, denn das gilt auch heute. Ja, natürlich. Da gibt's, glaube ich, jetzt schon die ersten. Wir mussten das Fenster zumachen wegen Ton und so, aber es ist jetzt schon warm hier drin. Ne? Also, das ist so ein bisschen für die Stimmung. Für hot and awesome. Das ist das, was uns beschreibt. Fangen wir an! Müssen wir sagen, dass das alles nicht so ernst gemeint war eben? Oder? Ach, komm, ihr seid erwachsene Menschen hoffentlich. Und wenn nicht, dann fangt an, reflektiert nachzudenken. Okay, Jonas. Ihr Wichser. Seid ihr bereit? Habt ihr Angst? Okay. Habt ihr Angst? Erstes Zitat, erster Film. Immer Kap der Angst. Das wäre lustig, wenn es gewesen wäre. Ich bin mir sicher, dieses Mal kommt Kap der Angst dran. Ich sehe alles hier aus. Weg. Programme hacken Programme. Wieso? Okay, Alper. Oh Gott. Das hätte ich nicht sagen. Ich wollte jetzt. Tron? Falsch. Ja. Alper sitzt aus. Marius, ja, komm, zweites Zitat. Nee, ein bisschen Safe Basis. Du willst das zweite Zitat haben. Okay. Es gibt viele Filme, die da packen könnten. Ja. Ich kenne das Zitat. Diese Maschinen erhalten uns am Leben, während andere Maschinen kommen, um uns zu töten. Interessant, nicht wahr? Die Macht, Leben zu geben und die Macht, es zu vernichten. 3 Punkte. Matrix 2. Ist das ein. Du musst buzzern. Ich bin doch eh dran. Ja, du musst schon buzzern. Du musst Matrix 2. Das ist richtig. Oh, Mann. Ja, beim zweiten 3 Punkte für Marius. Aber ich war mir nicht sicher, ob es 2 oder 3 ist. Ja, es war irgendein Matrix-Film oder es ist doch vernetzt. Das ist halt. Warte. Drittes Zitat war gewesen: Ich musste sicher sein, dass du der Auserwählte bist. Jetzt gibt's. Harry Potter. Okay, die Frage, die jetzt kommt, die ist wieder zum Buzzern. Also, Marius wird jetzt 3-0. Marius. Ach, die ist zum Buzzern. Okay. Jetzt ist eine Buzzer-Frage. Okay. Wie heißt. Oh Gott, nein. Die Stadt, in der die letzten freien Menschen außerhalb der Matrix leben. Marius? Zion. Richtig. Ja. Dafür gibt's 3 Punkte. Geil! 3 Punkte dafür? 2, 3. Glück gehabt. Verarschen, das steht schon 6-0. Ich kann das gar nicht mehr gewinnen. 6-0 für Marius. Ich kann nicht mehr gewinnen. Aber die letzten paar Mal hast du immer gegen Marius gewonnen. Ja. Das stimmt. Aber gegen Rocket Beans hast du verloren. Ja. Aber es war ultra knapp. Da hast du Schande über uns gebracht. Ja. Es war Schande ultra knapp. Über CSB. Und außerdem habe ich gegen 2 Leute gespielt.
Haben wir eigentlich gewonnen oder verloren bei Chat-Duell? Ich hab's wir vergessen. Haben verloren. Oh Gott. Wir haben verloren. Wir sind voll die Loser. Da war ich auch in der Finalrunde. Und das ist, das, wir hatten nicht die Geranie. Stimmt, die Geranie. Wir hatten nicht den Heimvorteil, das war das Problem. Ja. Ja. Okay. Zweiter Film. Wobei, ich will da noch mal ich ganz kurz dazu verlieren. Samuel L. Jackson, dass der so wenig Punkte gemacht hat, da ist irgendwas faul. Das kann nicht. Das, die haben nach einem afroamerikanischen Schauspieler gefragt. Ich glaube, unsere Community ist einfach viel geiler als die von Rocket Beans und Chat-Duell. Also, ihr hättet das alles richtig. Nenne einen Kultfilm aus den 90ern: Titanic. Titanic und Starship Troopers, egal. Okay. Nenne einen unsympathischen Charakter, Jon Snow. Ja. Das habe ich auch nicht verstanden. Okay. Okay. Genug aufgeregt über die Community von Rocket Beans. Weiter geht's. Zweiter Film. Nein, ihr seid toll, falls ihr zuhört. Alles erstes toll. Zitat, 5 Punkte. Die Rocket Beans sind auch toll. Ja, bitte. Rocket Beans. Du brichst mir das Herz. Du biegst. Scheiße. Gehört das zum Zitat? Ja. Du weißt es? Von du brichst mir das Herz? Das ist Episode 3. Das ist falsch. Fuck! Sie sagt's aber auch! Nee, ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja. Anakin, du brichst mir das Herz. Ja, du gehst, du betrittst einen Pfad, auf dem ich dir nicht folgen kann. Vier, das kommt jetzt, ne? 5. Genau. Du begibst dich auf einen Pfad, auf den ich dir nicht folgen kann. Boah, ey. Was ein Mini-Prank, ey. Gut, dafür stellst du 11 zu 1. Das 11 zu 0 für Mario. Was ist los mit dir? Bist du, hast du einen Schlaganfall oder sowas? Das ist der konfuseste Game-Show-Host der Welt. Hast du eine Gehirnerschütterung? Ich glaube, ich sollte mal Wer wird Millionär hosten. Ja. Eine Million! Ach nee, scheiße, hier raus. Ja. Ich glaube, das kann richtig, richtig übel werden, wenn also ich glaube, in den USA wird es schon längst verklagt worden auf, ja, der hat das gesagt, ich krieg das jetzt auch. Ja. Okay, das zweite Zitat wäre gewesen: Ich habe schon lange auf diesen Augenblick gewartet, mein kleiner grüner Freund. Jonas jeden Abend. Ja. Und das dritte: Ich hasse euch! Du warst mein Bruder, Anakin. Ich habe dich geliebt. Hm. Ich hasse Sand. Sand, das ist Episode 2, oder? Sand, ja, passen. Schon, ja. Mit den. Okay. Obwohl, bin mir nicht sicher. Aber ja. Diese Bonusrunde, das geht wieder, ihr spielt euch quasi den Ball zu. Wie? Und wenn jemand den Ball verliert, ich versteh's. Dann bekommt der andere 3 Punkte. Mhm. Und zwar, spielt ihr kurz Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfangen darf? Schnick, Schnack, Schnuck. Also ich Alper darf anfangen. Ja. Und zwar, nacheinander. Achso, für alle, die Podcast hören, ich habe Schere gemacht, Marius. Papier. Genau. Nacheinander müssen Jedi genannt werden, die im Film vorkommen. Wenn jemand keinen mehr weiß, bekommt sein Gegenspieler 3 Punkte. Boah, bin ich super. Ich kann die ganzen Lippen nicht. Okay, fang an. Oh Gott. Episode 3. Ja. Obi-Wan Kenobi. Marius. Yoda. Alper. Zelt. Du musst, also, wenn die Antwort falsch ist, bekommt Marius. Mace Windu. Ja. Alper. Marius. Jedi im Rat oder Jedi im Film? Jedi im Film. Ja, dann Anakin Skywalker. Der zählt? Ist er da schon Jedi? Der ist Jedi, ist nicht Jedi-Meister. Ja, okay, ja. Zählt. Das ist keine Gegenfrage, das ist eine Antwort, die du geben musst. Okay. Dann sage ich. Wie heißen die? Also die müssen vorkommen. Schon klar, aber ich weiß nicht, wie die ganzen Leute im Jedi-Rat heißen. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Die Twi'lek und bla bla bla, wer das alles ist. Oh, es wird tatsächlich ein bisschen knapp. Aber zählt Count Dooku jemals ein Jedi? Der kommt auch in 3 gar nicht vor, ne? Also in 3 ist er kein Jedi. Ja. Okay, dann na gut, dann gebe ich auf. Nimm mal ein paar Namen. Keine Ahnung. Ich dachte, du hättest jetzt so eine Liste von Jedi. Ja, glaubst du, ich mache mir jetzt hier eine Riesenliste mit Jedi? Ja, klar. Ich habe gewusst, dass nicht so viele kommen. Wie heißen die ganzen Jedi? Ja, die kennt man auf jeden Fall auch. Jetzt kommen die ganzen Leute, die so Clone Wars und so. Genau. Ich glaub, da kommen die ein bisschen präsenter vor. Auf jeden Fall, ja. Ey, da hab ich auch, boah. Jetzt habe ich einfach nur Glück gehabt. Ja, obwohl Alper anfangen durfte. Ja. Vielleicht hättest du verlieren müssen. Das wäre wahrscheinlich eher der Fall gewesen. Okay. Ich überlege gerade noch, wen hätte ich denn noch wissen können? Jonas, du bist die, doch das die mit den langen Dingern. Twi'lek ist das, ja. Der Typ mit dem Bart, auch mit dem riesen Schädelding. Ja. Gott, das ist super peinlich. Ich habe absolut keine Ahnung, wie die heißt. Gab es nicht mal diesen. Das war Episode 1, ne, wo es dieses andere Yoda-Viech gab und das haben sie auch irgendwie wieder. Das weiß ich gar nicht. Es gibt doch auch, die weibliche Yoda. Also ja, das meine ich. Ja. Bekannt. Genau. Episode 1 ist das, glaube ich. Episode 1 kommt die, ich weiß nicht, ob die da vorkommt. Ist die auch ein Jedi? Die hat so Jane. Ich glaube, Yoda ist. Wie heißt die nochmal? Jane. Jane. Es gibt ja von Yodas Spezies mehrere, die bekannt sind. Naja, ganz sicher sogar. Und die eine heißt. Also, ich habe das auch mal rausgesucht. Das waren irgendwie 6, 7, 8, die man kennt. Egal. Oh, gut. Aber warte mal. Alles Star Wars-Fans da draußen, es tut uns leid. Man muss den Status eines Jedi haben, ja? Weil Luke Skywalker kommt auch in Episode 3 vor. Das stimmt.
Also sonst hätte er auch kaum Dooku gegolten, weil der ja, gut, früher der mal ein Jedi war. Aber vielleicht ist man ja so wegen der Vorsehung von Geburt an ein Jedi. Übrigens sage ich immer, Count Dooku. Und ich krieg das nicht raus. Ich weiß nicht warum. Ich weiß, dass er Count Dooku heißt. Nur für Dooku? Ja, Count Dokumentarfilm. Komm, nächster Film. Joni, Boni. Oh, kriegt ihr jetzt wieder. Wie viel steht's? 14-0? Es steht 14-0 für Marius. Habe ich nicht die letzten 3-4 Male gewonnen und jetzt geht's wieder komplett bergab? Ja, aber ich glaube, du hast anfangs auch immer bist ein bisschen abgeschlagen gewesen. Hast noch ja, ich brauche Zeit. Es ist, das Spiel entscheidet sich erst auf den letzten Meter. Und jetzt geht's weiter mit Zitat. Dritter Film, erstes Zitat. 5 Punkte. Wir alle müssen töten. Deswegen sind wir doch hier. Jeder Kriegsfilm ever. Wir alle müssen töten. Deswegen, ich dachte gerade tatsächlich eher an was anderes, nicht an Kriegsfilm, aber ja. Aber ich weiß es nicht. 5 Punkte. Wir alle müssen töten. Deswegen sind wir doch hier. Okay, das ist mutig. Ja, ich muss ja Punkte sammeln. Ich sag Battle Royale. Falsch. Ach, das hätte so gut gepasst. Also, Marius, willst du zum nächsten Zitat über? Oder ja, ich habe eine Idee, aber. Okay, zweites Zitat, 3 Punkte. Die werden jünger und jünger, Paul. Das ist harte Arbeit, auf die Milchgesichter aufzupassen. Die werden jünger und jünger, Paul. Das ist harte Arbeit, auf die Milchgesichter aufzupassen. 3 Punkte. Ich hab einen Scheiß, wo irgendwelche Rekruten am Start sind. Ach, was? Tatsächlich. Kann sein. Wow, kombiniert. Kannst du noch mal vorlesen, das zweite? Die werden immer jünger, Paul. Die werden jünger und jünger, Paul. Das ist harte Arbeit, auf die Milchgesichter aufzupassen. Okay, aber wirklich Paul oder Paul? Paul. Aha. Wo diese Stelle. Willst du es auflösen, Marius? Wie? Oder nicht? Ich will, nee. Gut, nämlich dann ist Alper in der nächsten Runde wieder dabei. In the game. Jetzt wird wieder gebuzzert. Am Stisser. Okay, nächstes Zitat sollte alles auflösen. 2 Punkte. Albert, aus der Klasse von 1916 sind von den 20, die sich freiwillig gemeldet haben. Im Westen nichts Neues. Richtig. Hm. 2 Punkte für Marius. Das ist die Frage, welcher Kriegsfilm? Welcher? Ich habe erst gedacht, Deutsch, okay, die Brücke. Ja. Das ist die Brücke, aber das wäre. Westen nichts Neues. Hast du überhaupt gesehen? Westen nichts Neues ist aber nicht deutsch. Aber die Namen werden deutsch ausgesprochen. Ja, das schon, aber. Es gibt aber, Moment, ja, ich sag nichts. Okay. Sonst es gibt auch. Punkte. Es gibt nämlich 2 Verfilmungen. Ja, korrekt. Deswegen, welcher ist es? Der aus den 50ern den, oder so? Oder der aus der den Jonas meint. Okay, ja. Damit kommen wir nämlich zur nächsten Frage. Wann kam die erste. Also, das ist wieder eine Aufschreibfrage. Wann kam die erste Verfilmung raus? Mhm. Und wann das zugrunde liegende Buch? Willst du mich verarschen? Eine Punktlandung bekommt. Ja, genau! 3 Punkte. Und wer näher dran ist, bekommt jeweils einen Punkt. Ich habe das Buch gelesen. Ja, damit hast du schon einen Vorteil. Nee, ich weiß es, aber ich habe einen der beiden Filme gesehen. Und das vor gar nicht allzu langer Zeit. Aber es ist trotzdem sehr schwer, das gerade in irgendeiner Weise zu kombinieren. Habt ihr schon was? Nee, gar nicht. Also, welches Jahr Buch? Und welches Jahr Film? Also die erste Verfilmung. Die erste Verfilmung. Die sehr bekannte Verfilmung. Aus dem Jahr. Ich dachte, jetzt kommt was. Nein. Boah, ist es sowas von komplett geraten. Das okay. Ich könnte mich tatsächlich um Jahrzehnte irren. Okay, dann fangen wir mit der Verfilmung an, Marius. Okay, ich meine, das wäre schon so kontrovers leicht in die Nazi-Zeit reingegangen. Deswegen habe ich 1933 gesagt. Okay. Echt? So früh? Scheiße. Ich habe 51. Aber das war die zweite Verfilmung. Die zweite Verfilmung das ist eher aus den die zweite 50ern. Verfilmung. Ja, die ist aus den 50ern. Darum ist Marius näher dran und es war 1930 schon. Oh, 30. Oh, krass. Okay. Genau. Und das Buch? Marius einen Punkt. Und das Buch? Was hast du da? Fang du mal an. Ich fange an. Ich habe 1923. 1921. Damit ist Alper näher dran. 1929. 29 erst. Ja. Okay. 1928 kam das schon in Teilen, glaube ich, in okay. Zeitung raus. Stimmt, das war in Zeitung. Damit mein erster Punkt. Alpers erster Punkt. Damit steht es 17-1 für Marius. Das ist krass. Das ist wie Brasilien, nur 10 Tore mehr. Ja. Hey, hier sind wir ganz am Anfang. Aber dann beim nächsten Mal fliegt Marius einfach schon davor. Ja, aber Deutschland hat das erste Spiel bei der WM auch verloren und ist dann ausgeschieden. Ja. Okay. Okay. Türkei hat gar nicht mitgespielt. Die haben sich auf Galatasaray konzentriert. Genau. Okay. Vierter Film, erstes Zitat, 5 Punkte. Gebt mir eure Gebrauchten. Ich mache aus Eierköpfen die schönsten Schrumpfköpfe. Gebt du mir eure Gebrauchten. Gebrauchten. Ich mache aus Eierköpfen die schönsten Schrumpfköpfe. Aber eigentlich ist das so speziell, dass man es wissen müsste. Ich sag Kap der Angst. Nein, war ein Witz. Man muss immer buzzern. Wenn man antwortet und nicht buzzert, dann ist das keine Ahnung. Ist mir schon klar. Oh, okay, Marius. Das ist Monty Python. Und zwar
Der Sinn des Lebens. Das ist falsch. Fuck. Wow. Okay, aber bei Monty Python haben kurz deine Augen geleuchtet. Ich habe dich beobachtet. Also könnte, Augen geleuchtet. Vielleicht ist es ja. Vielleicht habe ich nur geblufft. Vielleicht ist es ja ein anderer Monty Python. Prank. Die Punkte werden gar nicht mehr verteilt. Okay, nehmen wir das zweite Zitat. Das zweite Zitat für 3 Punkte. Mhm. Ihr trinkt doch nach dem Onanieren kaltes Wasser. Du bist raus. Aber du weißt es. Ja. Ist Monty Python richtig? War das ein Nein oder dass du es nicht sagst? Ungarisch. Was? Die Ungarn sagen so, also die schütteln den Kopf für Nein. Ah, okay. Für ja. Ja, okay. Also, du weißt nicht. Das wusste ich nicht. Schrumpfköpfe, bla bla. Und das zweite war, ihr trinkt doch nach dem Onanieren Wasser. Kaltes Wasser. Kaltes Wasser. Oh, ist wichtig. Ich kann es nicht an. Okay, gibst du frei? Stopp, aber du weißt es, ne? Das heißt, du kriegst den Punkt sowieso. Das heißt, ich muss raten. Ich muss. Sonst. Dann sage ich halt. Es ist nicht Ritter der Kokosnuss. Das. Sag. Ich sag. Sag irgendwas. Ja. Das Leben des Brian. Falsch. Okay. Es ist die Ritter der Kokosnuss. Scheiße. 2 Punkte an Marius. Das dritte Zitat wäre gewesen. Wo ist das mit den Schrumpfköpfen? Das weiß ich nicht. Das ist direkt am Anfang, wenn die mit dem Wagen durch die Straße durchfahren. Okay, und ich die dachte, Toten. Weil Schrumpfköpfe ist ja eher sowas nicht-europäisches. Und ich dachte, irgendwie ist es Beetlejuice. Ich dachte auch zuerst an Beetlejuice. Ja. Oder halt. Bei Sinn des Lebens, wo sie in Afrika rumlaufen. Ja. Wusstet ihr, aber das ist auf der Burg bei den Franzosen. Ihr trinkt nach dem Onanieren kaltes Wasser. Ja. Wusstet ihr, dass es bei Borat auch Beetlejuice gibt? Nee. Da gibt es so Kakerlaken, die Borat als für Juden hält. Nee, aber diese Schrumpfkopf-Szene, das ist am Anfang, okay, wo dann auch der eine Typ seinen alten Opa drauf machen will, der noch lebt. Stimmt. Okay. Ich lebe noch. Das dritte Zitat war gewesen: Ich habe den Sachsen das Angeln beigebracht. Seitdem heißen sie Angelsachsen. Ich bin der König aller Angler. Ich bin Artus, Erfinder der Eukalyptus-Bonbons am Stiel. Aber wäre nicht das größte Zitat mit gewesen, es ist nur eine Fleischwunde? Entweder das oder nenn mir deine Lieblingsfarbe. Ich will ihn bimsen. Oder was ist deine Lieblingsfarbe? Also mit dem Film kann man auf jeden Fall mehrere Folgen 100 Wie schnell fliegen europäische Schwalben, bla bla bla. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ich wollte es ja nicht so offensichtlich machen. Ich meine gelb! Nein, gelb! Okay. Das Kaninchen ist so groß. Jetzt zähle bis 3 hätte auch. Konzentriert euch. Das was kommt jetzt eine Buzzer-Sache, oder? Nee, jetzt kommt eine, ihr müsst jeweils eine kleine Liste schreiben. Eine Liste schreiben. Nenne Ritter der Tafelrunde. Nenne Monty Python. Nenne Ritter der Tafelrunde. Pro Ritter gibt es einen Punkt. Mich verarschen. Weiß man das? Ja, eigentlich schon. Diesmal habe ich mir sogar ein paar aufgeschrieben. Dankeschön. Boah, ich bin bitte keine Fantasienamen. Ja, während die zwei Jungs hier eine schöne Liste schreiben und ja, oh, das sieht schon mal gut aus. Ja, ich kann auf jeden Fall überhaupt nichts lesen. Boah, ich bin da richtig. Ja, du hast mehr als einen, ne? Schreibst einfach nur willkürlich irgendwas hin gerade? Ja. Nein, das sind alles korrekte Antworten. Aber Rechtschreibung gilt nicht, ne? Das ist mir egal. Die Aussprache bei Jonas muss okay sein. Okay. Boah, ich stehe vor auf dem Schlauch. Normalerweise kennt man ja schon 10 so ein paar. Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6. Boah, ich stehe vor auf dem Schlauch, Kacke. 4, 3, 2, 1 und stopp. Da ruhe ich mich auf meinem Vorsprung aus gerade, glaube ich. Soll ich mal einfach vorlesen? Gibt es Abzüge für, wenn ich was Falsches sage? Nee, wenn es zu tollkühn ist, dann gebe ich vielleicht einen Punktabzug. Also überlebst du hier. Okay, dann fang doch mal an. Artus. Den habe ich auch. Den hast du auch. Ja. Eins. Dann habe ich Sir Camelot. Sir Camelot. Camelot ist der Schloss, ne? Die Burg. Genau. Okay. Dann Schloss. Lancelot. Lancelot, das war's. Mist. Okay. Das ist der einzige, den man weiß. Den habe ich nicht. Ein Punkt für Marius. Dann habe ich Batman. Das ist ebenso falsch. Okay. Sir Dane. Das ist aus Game of Thrones, Dane? Arthur Dane. Ja, das ist aus Game of Thrones, ja. Okay, eindeutig. War ein Versuch wert, ne? Ja, klar. Also dann hört es bei mir auch auf. Jetzt dann habe ich auf jeden Fall noch einen, der richtig ist, das weiß ich. Boah, ist das peinlich. Was ist mit Merlin? Das ist kein Ritter, schon klar. Was ist mit He-Man? Ja, das okay, das ist okay, man merkt, wir sind furchtbare englische Helden. Ja, aber vielleicht ist das ja richtig. Kenner. Ich habe noch Eisenherz. Nein. Ich habe noch Jonas. Ja, ich habe noch Joan. Ich habe noch John.
weil ich mir dachte, Little John, vielleicht heißt da einer Sir John. Robin Hood. Und ich habe noch O Shatterhand. O Shatterhand. Okay, jetzt sag mal ein paar Namen. Was gibt's denn? Okay. Ach, das hast du nachgeguckt, aber Jedi nicht. Ja, hat er gesagt. Ja, ja. Okay. Das sind ja quasi die Jedi Ritter der Englands. Ja. Da kannte ich mich nämlich auch nicht aus. Ich hätte das eigentlich aus. Ich hätte gedacht, dass du jetzt so der Experte bist. Also, Sir Gawain. Ja. Sir ja. Lancelot. Ja. Parzival? Parzival! Das hätte man wissen können. Tristan, ja. Galahad? Galahad. Ich hab doch Galahad gesagt. Ja. Dein Träumen, ne? Das ist ja, wenn Alper zu viel Zeug ins Haar ist, der Sir Galahad. Ja. Also, ich hab doch Kai, ich weiß nicht, wie man ausspricht. Kaye? Das habe ich doch hier geschrieben, Sir Dane. Mordred und Mordred. Boss. Boss? Boss. Also mal abhängig hier von meinen Jokes, hast du ernsthaft eine Figur aus Game of Thrones reingeschrieben? Das finde ich schon sehr witzig. Hey, der hat auch einen Sir davor gehabt. Ja. Ja, vielleicht ist das auch irgendwann mal. Ja, aber mit Legende. E, nicht mit I. Okay. Das hört sich doch an wie Parzival. So, ja, es ist kommen wir einfach mal zum nächsten Film. Ah ja, der Punktestand ist inzwischen 21-2 für Marius. Das ist ein richtiges Trauerspiel. Ach komm, das Spiel ist noch jung. Alper will unbedingt Battlefield Earth gucken, deshalb. Also, wir ballern jetzt. Okay. Ja. Fünfter Film, erstes Zitat: 5 Punkte. Frauen stehen also auf 2 Köpfe. Wow. Oh, Mann. Planhalter durch die Galaxis. Richtig! Ja, oh. Zephod Beeblebrox. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. Damit steht es 21-7. Ja. Ich das heißt, du hast einen Drittel. Muss dazu sagen, ich habe das Buch 3 oder 4 Mal gelesen. Den Film so, jetzt kommt die Frage. Zusatzfrage. Ja. Komm. Nee, das zweite Zitat wäre gewesen: Am Anfang wurde das Universum erschaffen. Das machte viele Leute sehr wütend und wurde allenthalben als Schritt in die falsche Richtung angesehen. Ja. Und das dritte wäre gewesen: Das hier ist eine verdammt harte Galaxis. Wenn man hier überleben will, muss man immer wissen, wo sein Handtuch ist. Okay, klar, aber trotzdem lächerlich, dass du nicht Don't Panic genommen hast. Keine Panik. Ja, das fand ich jetzt zu offensichtlich. Komm, gib mir die Zusatzfrage. Okay. Ich will Punkte. Wie heißt der Autor des Buchs? Das ist auch wieder eine Schreibfrage. Mhm. Jonas, der Schreibfrage. Was sind laut dem Hitchhiker's Guide to the Galaxy die intelligentesten Lebewesen auf der Erde noch vor den Menschen? Weiß ich. Jeweils ich 2 Punkte. Was? Ja, es gibt, wie es geht mehrere. Es geht um zwei Spezies. Ja. Die schlauer sind. Die Zahl hättest du nicht sagen müssen, aber. Ja. Es gibt jeweils 2 Punkte. Also kann man 4 Punkte abstauben. Die eine weiß ich definitiv. Ja. Bei der anderen überlege ich gerade. Ich habe 2. Du hast erwartet, dann geht's. Weil ich bin der Profi. Nein. Okay. Ich habe es mit 14 gelesen. Das ist lange her. Ich habe das Gefühl, von Marius kommt gleich eine Sir Dane. Ja. Marius, was hast du denn? Amöben. Nein. Falsch. Fuck. Das eine ist definitiv, das weiß ich, sind Delfine. Das stimmt. Ja. 2 Punkte für Alper. Das andere, was ich habe, waren 2 Mäuse. Ich dachte, es gibt. Achso, es gibt 2 pro. Pro. Okay. Ja. Das andere waren Mäuse? Ist das eine Frage oder eine Antwort? Antwort. Das ist richtig. Ja! Boah, das Streber. Jawohl, ich wusste es. Ja, ich liebe Planet, habe ich gesagt. Ich liebe es. Was wäre denn dein zweites gewesen? Pantoffeltierchen. Ah, ja. Okay. Ich dachte, das ist ganz absurdes. Damit steht es 21-11. Der Claudia holt auf. Der hat gerade 9 Punkte abgestaubt. Per Anhalter durch Galaxis ist halt meine Ecke. Ich liebe Per Anhalter. Genug geanhaltet. Ich habe auch die ganzen Folgebücher gelesen. So ist Alper übrigens auch nach Deutschland gekommen. Machst du auch bei dem Towel Day mit? Hab ich bisher noch nicht, aber wäre mal witzig da. Ja. Alles klar, 6. Film, 1. Zitat. Hättest du, kurze Frage, ja? Hättest du, das wäre eigentlich witzig gewesen, hättest du für alle Fragen auch 42 gelten lassen? Oh! Das wäre witzig gewesen. Das wäre echt nice gewesen. Ja, da hättest du sagen müssen. Ja, hätte. Ja, aber ich wusste das ja. Okay, weiter. Das wäre auch so eine offensichtliche Frage gewesen. Was ist die Frage auf? Ja. Komm, Bursche. Okay, 6. Film, 1. Zitat, 5 Punkte. Ist es Angst oder Mut, was dich bewegt, Fleischling? Fleischling? Ja. Ist es Angst oder Mut, was dich bewegt? Fleischling. Es ist nicht 2001. Hell to Dave. Er sagt Fleischling. Fleischling. Fleischling? Ich habe eine Ahnung, aber das ist irgendwie absurd, weil das, glaube ich, fällt ja nicht. Ich weiß es auch nicht, kannst du ruhig weitermachen. Bei 100 Hertz gibt es kein Absurd. Okay. Ich habe eine Vermutung, aber. Ja, Mario? Es gibt, ja, pff. Nee, komm, mach mal. Zweites Zitat, 3 Punkte. Der Köter hat mich angepisst, mein Fuß wird rosten. Ah, ich weiß es. Marius? Ist das Spaceballs? Ja, das ist falsch. Gesagt. Oh, das hätte ich auch geraten. Das ist falsch. Das hatte ich auch direkt im Kopf. Okay. Der Hund hat mich angepisst, der Köter. Ja. Gut, das heißt ja nicht Mütter. Es ist der Zauberer von Oz. Der Hund hat mich angepisst. Okay, also das. Mein Fuß wird rosten. Ja. Willst du jetzt noch auflösen oder nächstes Zitat? Sag mal das erste: Fleischling, glaube ich. Okay, passt. Das dritte.
Okay, das ist eigentlich, das ist so offensichtlich. Okay. Mein Name ist Optimus Prime. Wir sind autonome Roboterorganismen vom Planeten Cybertron. Okay, was könnte das sein? Aber jetzt muss ich tatsächlich überlegen. Transformers? Richtig. Ja, zwei Punkte. Ja, welcher von denen ist es? Ja. Alter, wie war das? Fleischling. Fleischling. Okay. Ich war so im seriösen Filmbereich, da kommt Transformers um die Ecke. Wir sind ja hier so eigentlich der Club der Transformers. Also der erste ist okay. Ich finde nicht mal den ersten okay, aber ja. Ich habe vor kurzem versucht, den fünften zu gucken, musste abbrechen, weil das zu grausam war. Ich habe den mit den Dinosauriern gesehen. Der den mit den Dinosauriern. Sonst ich habe noch einen Film für ich hab den mit Artus gesehen. Also wenn du mal sehen willst, wie eine Legende in den Dreck gezogen wird, dann guckst du die ersten 30 Minuten. Ja. Die sind irgendwie awesome, aber auch total bescheuert. Aber da ist Merlin ein Trunkenbold. Bist du jetzt hip geworden? Bist du unter die jungen Leute gegangen, dass du sowas wie awesome sagst? Awesome? Hab ich awesome gesagt. Du hast awesome gesagt. Komm, stell mal eine Zusatzfrage zu dem Kackfilm. Okay, okay, ich hab einen Film für eine zukünftige Bestrafung. Wo wir gerade Transformers sind. Transmorphers von Asylum. Ja. Komm, Jonas, zeig, was du kannst. Kleiner Boy. Bonusfrage. Schreiben oder Basen? Das ist eine Schätzfrage. Eine Joni-Boni-Frage. Das ist wie groß ist. Wie viel Geld haben alle Transformers-Filme zusammen eingespielt? Ja, genau. Boah, wie viel gibt's? Ohne Inflation ist das hier. Und wer näher dran ist, bekommt zwei Punkte. Plus, minus. Sag ich jetzt nicht, bekommt dann drei Punkte. Ja, sag mal vier Punkte. Die ganze Reihe. Der ist ja schon Erfolg. Wie viel gibt's? Fünf, ne? Ja, der hat schon mehr als 1 Million eingenommen, glaube ich. Ich glaube, das waren sie. Ich glaube, der hat seine Produktionskosten eingespielt. Das glaube ich auch. Boah, das ist schwer. Ich habe keine Ahnung. Gib mir mal. Fünf. Ich gebe noch einen kleinen Tipp durch dieses plus minus 300 Millionen. Ja. Okay. Wären vier Punkte. Okay, ich hab's. Warte. Ich hab eine Zahl. Warte. Aber ich bin mir überhaupt nicht sicher. Das ist zu wenig, was ich aufgeschrieben habe. Boah, ich habe jetzt eine ganz absurde. Ich weiß nicht, ob das absurd ist. Das ist ein Feld, wo ich mich nicht. Oh, ich hab. Ja, wie gesagt, ohne Inflation. Ja, ja. Oh Gott. Habt ihr beide was? Ja. Ja. Okay. Alper darf anfangen. Wer will anfangen? Alper. 3,6 Milliarden. 3,6 Milliarden, sagt Alper. 2,1 Milliarden. 2,1 Milliarden, sagt Marius. Mhm. Dann ist der liebe Alper ein bisschen näher, aber leider nicht mehr in dem Ding drin. Wie viel denn? Und zwar haben alle Transformers-Filme zusammen 4,35 Milliarden. Boah, 4,3. Schön drunter. Deshalb gibt es ja so viele, weil. Ja, ja, aber so weit weg war ich ja gar nicht davon. Milliarden. Ja, damit steht das 21 zu 15. Oh, Alper. Sind nur noch 6 Punkte Abstand. Ja, ja, das ist einmal. Kannst du nicht noch mal per Anhalter die Galaxis nehmen und den Rest nur noch per Anhalter? Vielleicht mache ich manchmal doppelte Sachen. Das wäre natürlich schön. Mach weiter. Ich mache weiter und zwar mit dem siebten Film und dem ersten Zitat. 5 Punkte. Er ist dein Sohn, er wird frei sein. Das ist, hättest auch Hallo sagen. Ja. Ja, ich versuche beim ersten immer so ein kleines, in welche Richtung das jetzt so ist. Das ist schon klar. Ding, ja. Oh, das ist mutig. Was? Warcraft. Falsch. Fuck! Jawohl. Aber es passt halt. Sorry, es passt aber echt auf alles. Das ist so. Boris hat bei dem Fuck so krass gespuckt. Ich habe tatsächlich den Spuckehaufen an mir vorbeifliegen sehen, so ein Bullet Time. Ja, Mann, das war schön. Hart gepokert, aber. Ja. Dammit. Ja, ich habe übrigens bei den letzten Fragen, hatte ich Warcraft im Kopf. Aber ja. Also? Willst du jetzt auch schon auflösen? Nicht dabei, nicht oder? Dabei. Okay. Lies mir bitte noch einmal vor. Er ist dein Sohn, er wird frei sein. Ja. Zweites Zitat. Ja. 3 Punkte. Ich habe Feuer mit Öl bekämpft und hinter seinem Rücken den Senat bestochen. Du weißt es? Vielleicht. Ich habe Feuer mit Öl bekämpft und hinter seinem Rücken den Senat bestochen. Bei dem Wort Senat denkt man halt sofort an ein großes Franchise, aber es ist komplett falsch. Nochmal bitte. Beide? Ja. Er ist dein Sohn, er wird frei sein. Mhm. Ich habe Feuer mit Öl bekämpft und hinter seinem Rücken den Senat bestochen. Er ist dein Sohn, er wird frei sein. Ich Rücken den Senat. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Dritte! Ich weiß Drittes, es nicht. Dann ist Marius wieder reaktiviert. Ja. Okay. Sicher? Ja. Drittes Zitat, 2 Punkte. Wenn ein freier Mensch stirbt, verliert er die Freude am Leben. Wenn ein Sklave stirbt, verliert er den Schmerz. Der Tod ist für einen Sklaven der Weg in die Freiheit. Deshalb ist er ohne Furcht vor ihm und deshalb werden wir gewinnen.
Das soll das eindeutige Zitat sein? Ich habe eine Idee gehabt, aber ich habe auch nicht mehr. Also, ich hatte eine Vermutung, aber die ist komplett falsch. Aber ich. Gladiator? Falsch. Hä? Kriege ich jetzt einen Tipp? Das ist das Dumme. Ich will jetzt beim dritten nicht, ich weiß es ja nicht, deswegen. Poker mit. Poker mit. Also dann bekommst du halt nur einen Punkt dann, ne? Ja, ist mir klar, gib mir einen Tipp. Ich muss mir kurz einen Tipp überlegen. Ja. Der Film. Also, wenn nicht so offensichtlich ist. Schon klar. Okay, ich sag dir das Jahr, in dem der Film erschien. Okay. Der Film erschien im Jahr 1960. 1960. Ach, dann ist es. Okay, aber dann liest mir bitte, es aus. Kannst du mir noch mal alle drei Zitate vorlesen? Er ist dein Sohn, er wird frei sein. Ich habe Feuer mit Öl bekämpft und hinter seinem Rücken den Senat bestochen. Wenn ein freier Mensch stirbt, verliert er die Freude am Leben. Wenn ein Sklave stirbt, verliert er den Schmerz. Der Tod ist für einen Sklaven der Weg in die Freiheit. Deshalb ist er ohne Furcht vor ihm und deshalb werden wir gewinnen. Ich habe eine sehr große Ahnung, aber ich kann mich auch voll irren. Aber hau rein. Also, sonst, ich würde halt raten, irgendwas zu raten. Sonst, ich weiß es nicht. Halt aber ich weiß es nicht. Ich habe da nichts im Kopf. Ist er wieder freigeschaltet? Ja, ist freigeschaltet. Spartacus. Das stimmt. Ah, na toll. Aber ja, das ist nicht ein Punkt. Hatte ich nicht. Ja, eigentlich bist du in der Tipprunde raus. Also. Ja, aber wusstest du ja auch nicht. Ja. Aber ja, scheiß drauf. Scheiß auf den Punkt. Scheiß auf den Punkt. Ja. Den, okay. den Punkt kriegt Jonas, weil wir es nicht erraten haben. Ja. Der Quizmaster spielt jetzt mit. Ja. Ja, sehr schade. Ja. Jetzt gibt es aber noch eine Zusatzfrage. Ja? Jetzt gibt es noch eine Zusatzfrage. Mhm. Nenne jemanden, der Spartacus heißt. Nein, das ist hier für alle Geschichtsfreaks da draußen. Oh Gott. Wann starb der echte Spartacus? Ist das dein Ernst? Das ist so blamabel. Also, du. Es ist so peinlich. Ja, aber sowas weiß man ja nicht auswendig. Ja, eben. Das ist ja jetzt kein Wissen, das ist ja, ja. Das ist ja Raten. Das schon ist ja langweilig. Klar, aber, also, aber Raten ist langweilig. Aber das überhaupt jetzt für mich in das richtige Jahrhundert einzuordnen. Das ist nicht 1920, es ist ja klar. Der starb 3 Jahre vor dem Film, hat es leider nicht mehr miterlebt. Er starb 3 Jahre vor seinem Film. Ja, wer nah dran ist, bekommt 2 Punkte. Plus minus 20 Jahre bekommt man 4 Punkte. Plus minus wie viele Jahre? 20. Okay, das ist. Okay, ich habe eine Zahl. Ich habe eine Zahl genommen, die ist sehr populär. So, ja, hast du schon geschrieben? Ja, habe ich. Okay. Aber ich traue mich nicht, die zusammen. Ja, sag, okay, fäng an. Sag. Du fängst an diesmal. Okay, ich habe eine Zahl genommen. Die habe ich aus Asterix. 50 nach Christus. 50 nach Christus? Ja. Wow, ich bin eher komplett ans Ende des römischen Imperiums gegangen. Und zwar 100 Jahre später, also mehrere 100 Jahre später. Das ist wahrscheinlich komplett falsch. Ich habe 400 geschrieben. Oh. Was ist es denn? Das beißt ein bisschen weg. Und zwar war das 71 vor Christus. Vor Christus. Wow, Marius ist näher dran. Tut mir leid. Aber ehrlich gesagt, ich hätte das auch nicht gewusst. Also, es ist halt einfach eine komplette Bildungslücke. Sind 2 Punkte an Marius. Vor? Ja. Für alle Leute, die irgendwie immer wieder bemerken, dass wir bei solchen Quizformaten, das will ich jetzt noch unbedingt sagen. Wir haben andere Stärken. das nicht. Nein, aber bestimmte Dinge nicht wir wissen. Wir sind sehr gut im Bett. Und dann in den Videos. Ich sagen, einfach wir sagen, dumm fickt gut. Nein. Und dann in den Videos halt irgendwie vielleicht ein bisschen neunmal klug erscheinen. Das liegt ja daran, dass wir für Videos recherchieren und ganz oft dann Dinge auch und wieder vergessen. Selektiv wissen und wieder vergessen. Und wir sind trotzdem klüger als ihr alle. Nein. Das war das nein. Hurensohnhaftes, was ich je gesagt habe. Das war nicht ernst gemeint. Okay. Aber irgendwer wird es aufgreifen und es als ernst nehmen. Ja, das stimmt. Das ist dann der Huren. Wow! Ja. Es steht 23 zu 15 für Marius. Ei, 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 8 Punkte Abstand. Das ist alles noch drin. Wir haben nicht mal die Hälfte geschafft. Nein, aber hier ist inzwischen nochmal 8 Grad Celsius einmal geworden. Jetzt wird dir der Kommentar kommen. Wie kannst du nicht wissen, dass im 4. Jahrhundert nach Christus das und das abgeschafft wurde? Du denkst dir immer, dass das kommt, aber das kommt nie. Das stimmt allerdings. Aber das ist mir halt immer unangenehm. Wissen verteilt sich und deswegen sollten wir unser Wissen ja sammeln und nicht jeder für sich so. Ich weiß. Egal. Komm, außer heute. Alles gut. Also, wenn du nicht so viel wissen würdest, wie du eh schon weißt, dann würdest du aber verdammt gut aussehen, Alper. Ja, das stimmt. Ja. Damit kann man schon viel anfangen. Kann ich nie abschalten. Kann Alper fast 3 Rush-Songs auswendig. Fast. Ja. Okay. Und einer davon ist Tom Sawyer. Ja. Erstes Zitat. Ja. Des 8. Films, für den es 5 Punkte gibt. Wie viele Filme gibt es? Im Jahre 20. 2018 nach Christus. Was? Wie viele Filme gibt es? 20. Wow. Das dauert noch. Das wird lang. Und es wird immer wärmer hier drin. Es ist jetzt schon sehr warm. Erstes Zitat. Komm mir ja nicht zu nahe. Ich schlitz dich auf wie ein Kartoffelsack. Kerle wie du kotzen mich an. Wie ein Kartoffelsack? Ich
weiß es nicht. Ist schön, Jonas, ein schönes Zitat, aber machen wir das zweite. Das zweite? Ja, oder? Ja? Ich weiß. Oder willst du ja, nö, mach. Okay. Zweites Zitat, aber vergesst eines nicht: Das Leben ist ein großes Spiel. Ihr solltet also mit allen Mitteln kämpfen, erwachsen zu werden. Was? Damit ihr es wert seid, am Leben zu bleiben. Du hast dieses zweite Wort irgendwie super verschluckt. Komm mir ja nicht zu nahe. Nein, aber vergesst eines nicht: Das Leben ist ein großes Spiel. Ihr solltet also mit allen Mitteln kämpfen, erwachsen zu werden, damit ihr es wert seid, am Leben zu bleiben. Kommt dir das überhaupt bekannt vor? Nee. Nee, mir auch nicht. Ist das ein Film, den wir gesehen haben? Weißt du das? Auf jeden Fall. Dann mach das dritte. Fluch der Karibik. Zwei Punkte für das. Am Anfang des neuen Jahrtausends steht eine Nation vor dem Untergang. Bei einer Arbeitslosenquote von 15% sind 10 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. 80.000 Schüler verweigern den Schulbesuch. Das verlorene Selbstvertrauen der Erwachsenen macht den Kindern Angst. Deshalb wird ein Gesetz erlassen, das Millennium-Erziehungsreformgesetz. Bekannt unter dem Namen BR-Gesetz. Es ist tatsächlich Battle Royale. Ja, wow. Zwei Punkte. Es ist Battle Royale. Ja, ich habe ihn nämlich nicht gesehen. Du hast ihn nicht gesehen? Ach so. Oh, wow. Nee. Okay. Hol's nach. Ja, ja, ich weiß. Ich habe doch die wunderschöne Steelbook Edition davon. Ich kann sie dir ausleihen. Ja, her damit. Ja. Ich hätte gedacht, dass du ihn gesehen hast. Nee, hab ich nicht gesehen. Nee, nee, das fehlt mir leider noch. Der wurde ja nie ausgestrahlt in so einem Scheiß. Nie dran gekommen. Ja. Okay, Bonusfrage. Buzzer. Buzzer bereit? Das hätte ich. Was? Oh. Sorry, sag mir noch einmal bitte das zweite Zitat. Aber vergesst eines nicht: Das Leben ist ein großes Spiel. Ihr solltet mit allen Mitteln kämpfen, erwachsen zu werden. Ich dachte, damit ihr erst Leben Hunger zu Games. Ja, ja, ich hab den. Wird ja auch passen. Ich hab den zuletzt vor einem Jahr oder sowas gesehen. Trotzdem, auch jetzt, wo ich den Film weiß, die ersten zwei Zitate hätte ich niemals gewusst. Aber du hast wahrscheinlich auf Japanisch gesehen mit Untertiteln. Das ist immer tatsächlich noch was anderes, war, ja, das stimmt. Okay. Da ist meistens die Kurzfassung zu lesen. Okay. Bonusfrage: Ist so ein bisschen. Buzzern oder ist so ein bisschen. ProSieben Red-mäßig. Welcher Star? Ist so keine Ahnung. Welcher Kultregisseur zählt Battle Royale zu seinen Lieblingsfilmen? Oh Gott. Quentin Tarantino. Stimmt! Zwei von der Nice. Habe ich übrigens auch aus diesem Film rausgesogen. Boah, sorry, welchen japanischen Kultfilm zählt Quentin nicht zu seinen Lieblingsfilmen? Sorry, das ist eine lächerliche Frage. Es gibt keine lächerlichen Fragen. Vor allem, wer definiert Kultregisseur? Das war eine lachhafte Frage. So, ehrlich gesagt, bei dem Film habe ich auch am langsten an der Bonusfrage gesessen, weil mir absolut nichts eingefallen ist. Wenn ich gefragt habe, wer ist der Regisseur, hättest ihr nicht wie gewusst. Wie ist der Bodycount in diesem Film? Wie viele Leute sterben in diesem Film? Ja. Wie viele Kids spielen mit? Ja, okay, dann macht das nächste Mal. Dann machen wir das Quiz beim nächsten Mal. Ja, ich mach das nächste Mal das Quiz. Ist gut, ich mach das nächste. Okay. Neunter Film, erstes Zitat. 5 Punkte. Sie wissen nicht, was sie verpassen. Das ist der Mount Everest für Hacker. Boah, schon wieder so ein Hacker-Ding. Sie wissen nicht, was sie verpassen. Wieder so ein Hacker-Ding. Wie Matrix. Spartakus. Den Senat gehackt. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Den US-Senat aber, ne? Spartakus war doch im US-Senat. Okay, zweites Zitat, 3 Punkte. Diese Leute sind darauf trainiert, Geister zu sein. Wir haben ihnen das beigebracht, verdammt noch mal. 3 Punkte. Boah, das ist aber auch jeder Film, der irgendwie ein bisschen. Ach, fick dich doch, Jonas. Ich weiß es nicht. Was hast du für Filme ausgesucht? Es kommt mir bekannt vor. Das ist Battle Royale 3, Kampf um Hackathon. Ich habe keine Ahnung. Hackathon. Okay. Drittes Zitat. Ja, komm. 2 Punkte. Wie immer gilt, sollten Sie oder Ihr IMF-Team gefangen oder Mission Impossible. Richtig. Ah. 2 Punkte an Marius. Okay. Boah, aber der erste, das ist ja. Das ist ewig her. Boah. Ich habe den tatsächlich gesehen, als er rauskam. Und das war's. Echt? Ich hab den nicht nochmal gesehen. Ja. Aber. Ui. Nee, jetzt, hätten wir auch erwähnen können, bei nicht gut gealtert. Nicht? Ist es so? Optisch ist der irgendwie sehr, sehr, sehr körnig. Und der zweite ist schon. Naja, körnig optisch, ist schon nicht schlecht. Körnig ist schön. Ja, aber ein bisschen zu. Okay. Also, okay, aber er ist immer noch gut. Ja. Ich mag die Mission Impossible. Also sollten Sie bis auf 2 und 3. Sollten Sie oder Ihr IMF-Team gefangen oder getötet werden, wird der Minister jedes Wissen über Ihren Einsatz abstreiten. Dieses Band wird sich innerhalb von 5 Sekunden selbst zerstören. Ja. Okay, jetzt kommt wieder eine schöne Frage. Kennt ihr noch die Zeichentrickserie Montana mit dem Piloten? Die war super Tiger? Geil. Ich glaube, der Typ ist ein Tiger, oder? Genau, der ist ein Tier auf jeden Fall. Ein Tiger ist Tiger. Der. Oder ein Löwe. Tiger oder Löwe, ja, ja. Irgendwie sowas. Kennst du Montana Black? Ja, und Montana, da war das auch immer so. Dass sich die Tiere zerstört haben. Ja, ist ja ein Klischee. Ist ja aus der Serie. Gab es das in der Serie auch schon? Das weiß ich nicht. Wer die Originalserie gesehen hat, kann uns mal beantworten, ob es da auch für selbstvernichtende Bänder gegeben hat. Jetzt kommt wieder so eine tolle Frage. Wie groß ist Star? Mit wem war Star Tom Cruise zusammen? Mit aufschreiben. Nein, wie alt ist der Hauptdarsteller Tom Cruise zum jetzigen Zeitpunkt?
2 Punkte für näher dran und 4 Punkte für eine Punktlandung. Ich habe eine Antwort, aber ich weiß nicht, ob richtig. Nicht abgucken, Jonas. Zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, jetzt. Heute. Heute. Mit Sekunden. Nein, mit Jahren. Ich weiß nicht. Ich habe etwas. Ich habe eine Vermutung. Sag was. Also es ist auf jeden Fall über 50. Ich glaube, er hatte auch vor kurzem Geburtstag. Sag was. 52. Ich habe 53. Damit ist Marius näher dran. 56. 56. 56. Boah, das haben, ist ja schon. Ah, ich mal von meiner Intuition. Das ist ja das Krasse, dass er in dem Alter noch diese ganzen krassen Stunts ja, macht. Dieser mit Motherfucker. Vielleicht ist er aber auch so ein Scientology-Experiment. Das ist gar nicht mehr Tom Cruise, sondern so ein Klon schon. Ja. Der ist eigentlich 30. Ja. Damit steht es 29 zu 17. Es gibt so einen Raum, in dem Tom Cruises in verschiedenen Altern so gesammelt wird. So wie in Alien 4. Nee, kill me. Ja. Es gibt I don't want to fly. Wahrscheinlich again. Ist der echte Tom Cruise nie aus dem Schrank in South Park rausgekommen. Oh. Genau. Haha. Ja, weiter. Ja, in dem Game ist er nämlich dann noch drin. Da kann ja. Oder er lebt ja, jeden Tag erneut. Oder das. Okay, 10. Okay. Film, erstes Zitat, 5 Punkte. Here comes the movie, Halbzeit. Wer sind wir schon? Kaufleute, Bergarbeiter, Kesselflicker, Spielzeugmacher. Nicht der Stoff, aus dem Legenden sind. Nochmal. Kenn ich. Wer sind wir schon? Kaufleute, Bergarbeiter, Kesselflicker, Spielzeugmacher. Nicht der Stoff, aus dem Legenden sind. Wer sind wir schon oder wer sind wir Sean? Sean. Sean. Hey, Sean. Wer sind wir schon? Okay, okay. Pff, ja, Ahnung, aber 5 Punkte. Ich weiß es nicht. Marius? Nee, machen wir es. Zweites Zitat? Okay. Mhm. 3 Punkte. Die Welt liegt nicht in deinen Büchern oder Landkarten. Sie liegt dort draußen. Boah. Auch jeder Film. Die Welt liegt nicht in deinen Büchern oder Landkarten. Die Welt liegt da draußen. Du liest die Zitate immer so seltsam vor. Ja. Also nein, du. Ich? Ja, wie du es gerade so vorgetragen hast. Ich versuch's ja. Die Welt liegt nicht in deinen Büchern und Landkarten. Sie liegt dort draußen. 3 Punkte. Ja, boah, das kenne ich auf jeden Fall. Okay, das dritte wird's aber Matrix 5! Auf die Fresse geben. Okay, seid ihr bereit? Ja. Buzzer bereit. 2 Punkte. Deine Heimat sind die sanften Hügel und Flüsse des Auenlandes. Das war Marius. Der Hobbit. Das ist richtig. Dafür gibt es 2 Punkte. Wow, Marius. Den habe ich einmal im Kino gesehen, das hat auch gereicht. Mich auch. Aber das mit dem Karten noch, ja, klar, die Hobbitsen, die immer zu Hause wohnen. Ich wollte kein Lied nehmen, weil das ist ja Marius. Hättest du dann gesungen? Größtes Problem mit dem Film. Wir sind die Wanderzwerge, die nicht aussehen wie Zwerge und jetzt wandern gehen. Da kommt aus dem Hintergrund Musik und die singen, das geht doch gar nicht. Das ist kein Musical-Film. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich hasse es ab und zu. Hast du das Buch gelesen? Da gibt es Lieder zuhauf. Ich weiß, ich habe es angefangen zu lesen und habe aufgehört, weil ich mochte es absolut nicht als Kind. Ich mag lieber als Herr der Ringe. Ich lese es lieber als Herr der Ringe. Jetzt kommen wir die ganzen Herr der Ringe-Fanboys. Aber auch das hat unendlich viele langweilige Beschreibungen von Dingen. Ich mochte sogar den ersten Hobbit, als ich den im Kino gesehen habe. Auch wenn die Technik sehr eigen ist. Aber das ist sehr gut für die Bonusfrage gleich. Okay. Jetzt kommt die Bonusfrage. Aber danach ging es bergab mit dem Interesse an der Hobbit-Reihe. Okay, Jonas. Wisst ihr nicht, warum ich das Buch, ich habe das, glaube ich, mit 10 oder sowas. Mhm. Und vorne auf dem Buch war ein Wesen drauf. Ich weiß nicht mehr, was genau es war, aber ich habe immer gedacht, das ist der Hobbit. Was? Aber nicht. Da war ich sehr enttäuscht auf den ersten Seiten. Vielleicht lag es auch daran. Okay. Das ist merkwürdig. Das ist merkwürdig. Ich such das mal raus. Okay, jetzt kommt eine Bonusfrage. Es gibt insgesamt 6 Punkte jetzt zum Holen. Wie viele Frames per Second hat die super High-End-Deluxe Edition? Nein. Wie heißen die 3 Teile der Hobbit-Trilogie? Jeweils 2 Punkte. Also klar, der Hobbit. Und dann haben die ja immer noch einen, sag mal, nicht einen Untertitel, aber noch so einen Zusatztitel. Und, ist das egal, wenn man die 3 vermischt? Das ist mir egal. Also, wenn du mir 3 Antworten gibst, ist mir egal, in welcher Reihenfolge das ist. Das kriege ich niemals zusammen. Ja, ich muss nämlich auch gucken, weil das ist, ja. Diese Filme sind nicht gut. Aber es gibt diesen Kampf um Endor. Aber es soll ja diese Schnittfassung geben von Fans, wo die alle 3 zusammengeschnitten haben und die sind doch richtig gut sein. Mhm. Ist das nicht so am Ende? Fliehen die von Mittelerde und landen auf diesem Waldmond und lassen sich ganz viel Pelz wachsen und irgendwann kommen Jedi. E-Walks, genau, das sind E-Walks. Ja. Das E-Walks. Ich weiß es nicht, ich bin raus. Also, ich habe eine Antwort. Okay. Ich hab 3. Dann, du hast 3. Ich habe keine Ahnung. Dann fang doch mal an, Alper. Ich kann mich auch irren total, das ist. Warte mal.
Ergänzt. Ich schreib noch gerade auf. Okay. Jetzt kommen noch zwei lustige Sachen. Ja. Ich hab das eine ist, ich glaube, der dritte Teil, Smaugs Einöde. Smaugs Einöde habe ich auch. Zeig. Da? Okay. Das ist richtig, jeweils zwei Punkte. In welcher ja. ist es denn? Das ist der zweite Teil. Der zweite Teil, ja, Scheiße, ich okay. da was ist denn, extra Bonus. Was ist denn der dritte, Marius? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur den ersten, aber es kann auch sein, dass das der Untertitel von Herr der Ringe ist. Was denn? Eine unerwartete Reise. Hast du das auch? Das habe ich nicht, aber ich kenne das. Das ist der Hobbit. Teil. Das ja! ist der Hobbit. Das ist der Hobbit. Zwei Punkte für Marius. Und jetzt pass auf. Kommst du. Es fehlt noch der dritte Teil. Ja. Die Schwerter des Königs. Ja, ich hab Krieg der drei Völker. Ich meine, irgendwas ist damit. Oh, das geht schon in die richtige Richtung. Ja, sowas. Die Schlacht der fünf Heere. Okay, da werde ich nicht drauf kommen, aber ich kenne es natürlich. Natürlich. Ich habe das Drehbuch geschrieben. Da habe ich mich so drauf gefreut im Film. Warum? Weil ich das damals im Buch schon ziemlich geil fand. Im Film war es scheiße? Im Film war es einfach, diese paar Seiten, wo das beschrieben wird, wurden einfach auf einen zweieinhalbstündigen Film gestreckt und ausgeschmückt. Das Buch ist 300 Seiten, der Film ist länger, als wenn ich das Buch lesen würde, glaube ich. Ja. Oder? Ja. Ich brauche länger für den Film als für das Buch, Jonas, würdest du das bestätigen? Ich kann das bestätigen, ich habe es an einmal am Also gelesen, gefühlt, Buch, gefühlt, ja. Also in einer Nacht vielmehr. Aber ja. Oh, elfter Nacht. Film, erstes Zitat. Ja, bitte. 5 Punkte. Mhm. Es steht übrigens 35 zu 19 für Marius. Das ist traurig. Wenn man etwas erschaffen will, muss man vorher etwas zerstören. Warum hast du? Nee, ich denke an Thanos, aber ich glaube nicht. Ich habe eine Vermutung, aber okay. Wenn man was erschaffen will, muss man vorher etwas zerstören. Genau. Okay. Gott. Keiner will Gott, auflösen. Altes Testament. Nee, keine Ahnung. Nee. Okay. Zweites Zitat. 3 Punkte. Dr. Shaw, haben wir schon eine Ahnung, was aus diesen Gefäßen heraussickert? Das ist Prometheus. Das ist richtig. Ah. 3 Punkte für Marius. 2, 3. Ein toller Film! Und das dritte wäre gewesen, ihr Erbgut ist älter als unseres. Wir stammen von ihnen ab. Ja. Ist nicht das bekannt, das Zitat, ich bin der Erdkundler, ich habe mich verlaufen. Was war das? Oder irgendwas mit Helm abnehmen. Oder irgendwas mit. Ich bin der Biologe, ich fasse alles an. Ja. Oder der Film, ich sehe voll geil aus. Boah, voll geil. Okay, jetzt kommt irgendeine Zusatzfrage. Oder war nicht auch das berühmteste Zitat aus dem Film? Wir sind Wissenschaftler, aber dumm wie Stroh. Ja. Ich bin Ridley Scott, und ich will noch unbedingt einen Film machen. Und in Stresssituationen sind wir die dümmsten Personen aller Zeiten. Egal, okay. Okay, bei der Bonusfrage kann man diesmal 10 Punkte abstauben. Prometheus? Nenne Charaktere aus Prometheus, dann fick dich. Jonas. Nein. Was ist, schreiben oder buzzern? Schreiben. Wie heißen die Androiden aus allen Alien-Filmen? Halt dein blödes Maul. Ich hab. Kleiner Tipp? Ja, den Tipp brauchst du nicht zu sagen. Du meinst das mit dem Buchstaben? Boah, ich bei Namen stehe ich immer auf den Schlauen, das ist das Problem. Ist schon klar, ne? Aus allen. Also zwei hätte ich jetzt auch noch zusammen gestern aus dem Gedächtnis, aber dann hat es auch aufgehört. Ich kann euch währenddessen was auf meiner Flöte. Moment. Aus allen Alien. Also Prometheus, Alien, Alien 2, Alien 4, Prometheus und Alien Covenant. Weil es gibt ja die Diskussion in Teil 3, ob das ein Android ist oder nicht. Den lassen wir raus. Schade. Boah, wie heißt die Ding? Wie heißt der denn? Ich weiß nicht mal mehr, wie der in Alien heißt, auch wenn ich den Film 1000 Mal gesehen habe. Komm nicht drauf. Ja, okay. 10. Nein. 9. 8. 7. Als wüsstest du 6, auswendig, wie das in Alien 4 5, heißt. 4. 3. 2. 1. Also, das Besondere ist schon, dass die A, B, C, D, E heißen. Ne? Also, der erste ist was mit A, der zweite mit B. Es der ist sogar nicht, es ist nicht E, es ist A, B, C, D, W. Okay. Hm. Fangen wir an. Der erste. Anderson. Ash. Ash war's. Ist richtig. Ash war's. 2 Punkte für Marius. Ich hätte sogar zuerst A verstehen, aber ja. Ash. Das ist halt King of Queens. Okay. Ja. Dann habt ihr den zweiten aus dem Aliens. Bishop. Bishop ist es! Das ist auch richtig. Bishop, mit dem Messer. Ja. Hast du dich nicht gerade beschwert, dass du das nicht weißt? Was, ich stand auf dem Schlauch bei Ash tatsächlich ganz lange. Okay. Bishop mit dem Messer. Doch, natürlich. Okay. Scheiße. Ich habe Bishop 2. Es gibt zwei Bishops eigentlich, oder? War's nicht so?
Ja, dann gut, das ist halt der aus dem dritten Mal. Okay. Was aber, ist denn? Nee. Was ist denn? Zehn? Ja, ich hab Charlie geraten, aber ich wusste es nicht. Weiß ich nicht. Was ist 10? Call. Hätte ich nicht gewusst. Call! Hätte ich nicht gewusst. So, D ist aber auf jeden Fall David. David? Ja. Ja. Ist auch. Jeweils 2 Punkte. Und was hast du bei W? Vajona, weil es Vajona Ryder ist. Vajona! Vajona Ryder spielt den Androiden, deswegen. Nee, das ist Call. Ah, das ist Call, okay, ja. Stimmt. Okay, aber nee. Eric. Das ist auf jeden Fall nicht Eric. Eric? Ja, ich habe ein ABCDE eben da durchgegangen. Das ist da noch Sam oder sowas steht. Ja, ich hatte SMS und das. Ach nee, stimmt, das muss ja. Das nee, der tolle Android aus Alien Command heißt Walter. Walter? Nee, wäre ich nicht drauf gekommen. Hier steht's! Das da, guck. Winona. Walter. Walter. Why Walter? Ja, okay. Oi. Es wird immer schlimmer mit den Punkten. Wie viele Punkte, wie viel steht's? Es steht 44 zu 21. Für Marius. Kannst du es noch locker gewinnen? Bursche. Ja, theoretisch möglich, ja. Alles ist möglich. Boy. Alles ist drin. Okay. Okay, kleiner Boy. 13. Film, erstes Zitat. 5 Punkte. Dieses Spiel ist wie Jonas Mutter. Alles ist drin. Wow! Das gibt erstmal einen Punktabzug. Tut mir leid, Katja, ich habe dich sehr gern. Okay. Ich habe sie sehr gerne. Ja, genau. Du hast sie sehr gerne. Frau Direktor. Erstes Zitat, 5 Punkte. Hallo Mama. Zitat. Denn wenn man in der Vergangenheit verweilt, stirbt man jeden Tag ein kleines bisschen. Und ich für meinen Teil, ich weiß, dass ich lieber leben möchte. Alpers Tagebuch, Seite 4. ich kann mir bekannt vor. Kann mir bekannt kam mir auch sehr bekannt vor. Ich glaube, das Alpers Tagebuch, Alter 4. Dann wenn man in der Vergangenheit verweilt, das stirbt man jeden Tag ein kleines bisschen. Und ich für meinen Teil, ich weiß, dass ich lieber leben möchte. Mhm. Nochmal bitte. Denn wenn man in der Vergangenheit verweilt, stirbt man jeden Tag ein kleines bisschen. Und ich für meinen Teil, ich weiß, dass ich lieber leben möchte. Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Risiko? Ist es American Beauty? Es ist falsch. Okay, dann gib mir das nächste. Das nächste Zitat, 3 Punkte. Danielle, ich habe doch gesagt, man kann seinen Dämonen nicht entkommen, indem man von zu Hause wegläuft. Wer zur Hölle ist Danielle? Was? Danielle? Ist das Jonas Freundin? Dann mach das nächste Zitat. Dann bin ich Marius wieder reaktiviert. 2 Punkte. Heute Nacht wirst du lernen, wie ein Tier zu sein, wie ein Tier zu leben und wie ein Tier zu sterben. Nee, ich habe keine Ahnung, aber Interview mit einem Vampir? Falsch. Oh, fuck it. Heute Nacht wirst du lernen, wie ein Tier zu leben, wie ein Tier zu sterben. Nochmal. Heute Nacht wirst du lernen, wie ein Tier zu sein, wie ein Tier zu leben und wie ein Tier zu sterben. Auch Alpers Tagebuch. Tier zu leben, wie ein Tier zu oder, sterben. Ich glaube, das steht auf dem Schild über Waisenhaus Jonas Ressel. Ja. Wow. Was machst du da? Ich muss kurz gucken für einen Tipp, weil kommt nicht. Ja, also, gib mir einen Tipp. Alter. Hast du keine Ahnung? Nö, nee, also. Ich krieg aber einen Tipp. Ja, ist schön. Ne? Marius auch oder nur ich? Nee, Marius hat ich poker ja, ja. Okay. Ja immer. Okay, ein Tipp. Ja, aber ich habe ja nichts im Pokern. Ich habe keinen. Der Film. Ja. Der Regisseur des Films heißt. Ja. Martin Scorsese. Oh. Aha. Der Martin. Aha. Heute Abend lernst du, wie ein Tier zu leben, wie ein Tier zu sterben, bla bla. Danielle, was war das zweite? Danielle, ich habe doch gesagt, man kann seinen Dämonen nicht entkommen, indem man von zu Hause wegläuft. Und das erste war? Denn wenn man in der Vergangenheit verweilt, stirbt man jeden Tag ein kleines bisschen. Und ich für meinen Teil, ich weiß, dass ich lieber leben möchte. Hans Gross, wow. Gibt es einen Punkt. Das ist. Ja. Okay. Casino kann es nicht sein. Nee. Shutter Island kann es nicht sein. Nee. Departed kann es nicht sein. Kundun kann es nicht sein. Taxi Driver. Ist es Taxi Driver? Nee, da läuft doch keiner weg. Danielle? Oder? Danielle? Danielle? Nee, die heißt nicht Danielle. Ja? Die heißt, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt. Die hat irgendeinen Prostituierten-Namen. Ist es Mean Streets? Hexenkessel? Hexenkessel heißt er auf Deutsch, ne? Ja. Was? Komm. Es ist auch nicht Dings. Wolf of Wall Street? Es ist auch nicht. Okay, dann machen wir keine Punkte mehr. Warte, doch. Dann rate ich halt Hexenkessel. Falsch. Und es ist? Okay, es ist aus dem Jahr 1991. Das wunderbare Jahr, an dem ich geboren wurde. Kap der Angst! Es ist Kap der Angst! Es ist Kap der Angst! Es ist Kap der Angst! Ist das Kap der Angst? Ist Kap der Angst? Oh Gott. Da ist endlich dauernde Versagen kläglich. Unfassbar. Wow, aber es sind auch nicht. Kannst du bitte noch mal vorlesen? Ich habe gerade auch nicht dran gedacht. Stimmt, das ist das Letzte, was sie sagt im Film. Ich entscheide mich zum Leben. Das ist der letzte Scheißsatz in dem Film. Und Danielle ist Juliette Lewis? Ja. Ich glaube ja. Ja. Ich glaube. Oh. Toll. Lies nochmal das Erste vor.
Das ist das mit dem Leben. Denn wenn man in der Vergangenheit bald stirbt, ja, das ist der letzte Satz. Ich für meinen Teil, ich weiß, dass ich lieber leben möchte. Wow. Und das ist so, wo man das Versinken sieht. Okay, Spoiler für alle. Wow. Aber was ist das zweite nochmal? Danielle, ich habe doch gesagt, dass man man kann seinen Dämonen nicht entkommen, indem man von zu Hause wegläuft. Oh. Kap der Angst, da war's. Endlich. Da war's und ich habe den Punkt von ich habe nicht mal einen Boah. Punkt damit gekriegt. Boah. Ich wollte euch den Gefallen machen, aber ihr habt den anscheinend nicht. Aber ich glaube, da gibt's einfach bessere Zitate. Komm, ja, finde ich aber auch. Oh ja, dazu gibt's bessere Zitate, wenn ich das nicht wusste. Gibt's jetzt eine Bonusfrage, Mann? Es gibt eine Bonusfrage, Mann. Das ist wieder eine Aufschreibfrage. Einige Jahre vor Kap der Angst wurde die Geschichte schon unter dem Titel Ein Köder für die Bestie verfilmt. Das wusste ich. Ich auch. In welchem Jahr war das denn? 2 Punkte für näher dran, 4 Punktlandung. Ein Köder für die Bestie. Genau. Mit Gregory Peck. Ich habe den aber auch nie gesehen. Und du meintest einige Jahre vorher. Oder einige Jahre vor Kap der Angst. Ich habe eine Zahl. Ich korrigiere die Zahl. Nein, warte mal, lass mich überlegen. Nee, warte mal. Entscheide dich, Alper. Müsste ich eigentlich gut auskennen mit Kap der Angst. Ja, weil ich den ein, zwei Mal gesehen habe. Alper wurde nämlich am Kap der Angst geboren. Ja. Ich kann mich. Nee, das sage ich jetzt nicht. Okay, hast du ein Jahr? Ich habe ein Jahr. Okay. Aber ich habe eigentlich. Ich habe 64 geschrieben. Aber meine Intuition sagt ja eigentlich eine andere Zahl. Aber was sagt denn deine Intuition? 52. Achso, ich habe 75 geschrieben. Dann ist Marius näher dran. Das ist 1962. Ja, 75. Gregory Peck hätte dir eigentlich was sagen sollen. Ja. Ist egal jetzt. Ist egal, ich habe aufgegeben. Kap der Angst ist nicht meine. Wow, das war fatal. Damit steht es 46 zu 21. Ja. Also entweder habe ich dieses Mal irgendwie Filme, die Marius besonders mag, oder irgendwas ist heute mit dir falsch. Ich weiß nicht. Vielleicht oder du kommst jetzt. Und jetzt haust einfach noch raus. Ja, jetzt ist dein Comeback. Okay. Erstes Zitat, 5 Punkte vom 14. Film. Also, wir haben nicht mehr so viel. Das sind jetzt noch 7 Stück. Den ganzen Tag bin ich das Gesicht von dem Kerl nicht losgeworden. Und das Geräusch seiner Fingernägel. Ja. 5 Punkte. Könnt ihr abstauben, wenn es jetzt sagt. Aber das sieht nicht gut aus. Nein, weiter. Zweites Zitat. Nur eine Ahnung, nur eine Ahnung. Ich auch. 3 Punkte. Also, es ist schon recht klar. Ja. Ich will nicht schlafen. Oh, ich wollte jetzt drücken. Nightmare on Elm Street. Richtig. Ah. 3 Punkte für Marius. 1, 2, 3. Bonusfrage, wie viele Filme gibt's? Oh Gott. Nee. Dritte Frage wäre gewesen, drittes Zitat. Hey, hast du heute Nacht auch einen Albtraum gehabt? Ja. Wäre aber nicht das Zitat 1, 2, Freddy kommt vorbei. Das ist sehr offensichtlich. Ja. Also ich will es ja noch ein bisschen spannend. Ein bisschen spannend, ja. Okay. Die Bonusfrage ist, das ist eine Buzzerfrage. Okay. Eine Buzzerfrage. Wie heißt der Hauptdarsteller? Welcher heutige Weltstar hatte in Nightmare on Elm Street? Das bin ich. Ja. Das war ich. Okay. Johnny Depp. Johnny Depp, ja. Richtig. Johnny Depp ist richtig. 2 Punkte für Alper. Damit steht es 49 zu 23 für Marius. Oh, der arme Hund. Halt die Klappe, Hund. Oh Gott, der arme Hund. Ja, er geht gleich. Er darf gleich in den Park. Ja, darf er in den Park. Okay. Wir gehen in den Park. 15. Film. 5 Punkte. Erstes Zitat. Er ist noch reichlich wackelig auf den Beinen. Alper jeden Morgen. Er ist noch reichlich wackelig auf den Beinen. Genau. Da ist es in jedem Film, wo er eine gesoffen hat oder irgendwie verletzt war oder. Ich dachte gerade eher an was anderes. Aber okay. Oder eine Maschine. Ja. Daran hatte ich. Ist es Pinocchio? Er ist noch reichlich. Komm, Jonas, mal das zweite. Zweites Detail? Ich glaube schon, ja. Okay. Das ist ein kleiner Dialog. Kannst du auch klopfen? Deswegen sagen alle Klopfer zu mir. Bambi. Richtig. 3 Punkte für Marius. Ah, das Kanickel. Ja, ja. 3. Ja, das dritte Zitat wäre gewesen: Bei Familie Reh gibt's Nachwuchs. Ich raste aus. Bambi, jetzt sind wir ja ganz anderen Gefilden angekommen. Ja, ich wollte diesmal ein bisschen alles durchmischen. Ich dachte gerade an Frankenstein oder sowas. Ist fast dasselbe. Okay, jetzt kommt eine Bonusfrage. Genau, zum Schreiben. In welchem Jahr kam Bambi denn raus? Halt dein blödes Maul. 2 Punkte für näher und 4 Punkte ist das, für Punktlandung. Ist das erste Generation oder zweite Generation? Halt doch dein. Wir haben früher nur eine Runde gemacht mit den ganzen Filmen und den Jahreszahlen. Da hast du eigentlich immer gut abgeschnitten. Ja, Regisseur war es. Regisseur ist sein Ding. Aus welchem Jahr ist Bambi? Genau.
Das musst du mir jetzt beantworten. Mein Stift ist so fast kaputt. Ja, genau. Der schreibt eben die falschen Zahlen auf. Dann lass tauschen. Nö. Nee, mach Jonas Stift. Dann hol dir neuen kurz. Der schreibt. Du musst ja nur Striche machen. Das geht so. Also. Bambi, Bambi, Bambi. Ich hab was aufgeschrieben. Guckst, hast du gerade auf mein Heft geguckt? Unbewusst. Aber deine Zahlen sind immer falsch, deswegen ist es egal. Okay. Da führt er einmal und wird arrogant, nee, ne? Das ist wie du bei Tetris. Wenn du führst, du wirst auch immer sehr arrogant. Man kann, bist du immer still. Du musst es den Zuschauern erklären, man kann Tetris auch gegeneinander spielen. Ja, genau, wir machen das. Okay, okay. Okay, ja, gut. Dann, Marius, sag mir doch mal eine Zahl. 52. Ich habe 59. Oh, das ist beides schon recht weit weg, aber Marius ist wieder näher dran. 40. 1942. 42. Ja, zwei Punkte an Marius. Ich hab dann tatsächlich gesehen, ich dachte, ey, so, ist das nicht so Dschungelbuch gewesen? Oder? Ich weiß es nicht. Mach weiter. Bei Disney-Film, ich will dieses Spiel nur noch hinter mich bringen. Oh, Junge. Es steht 54 zu 23. 23. Unfassbar. Okay, 16. Film. Erstes Zitat, 5 Punkte. Dieser Sturm kommt zur rechten Zeit. Der bringt alle elektrischen Geheimnisse des Himmels mit sich. Und diesmal sind wir fertig. Nicht wahr, Fritz? Fertig. Oh, da rattert's. Oh! Frankenstein. Ist richtig. Ja, Fritz. In der Synchro-Version ist es Fritz und nicht Igor, wenn man so glauben mag. Das ist sehr bedauerlich, Alper, weil vorhin. Ich ist mir ja schon klar, ich hab Frankenstein gesagt. Ja. Ich habe ihn okay aber auch erst vor wenigen Monaten gesehen. Ich habe ihn nämlich auf Blu-ray. Ja. Okay, zweites war gewesen. Es ist welcher denn? Die welcher Universal. Gut. Es ist die Geschichte von einem Mann der Wissenschaft, der sein menschliches Ebenbild erschaffen wollte, aber er machte seine Rechnung ohne Gott. Und drei, er lebt, er lebt, er lebt. It's alive, it's alive! Okay. In der Deutschen ist es übrigens zensiert. Die haben eine Sprachzensur vorgenommen, glaube ich. Diesmal habe ich zwei Bonusfragen. Die eine ja ist so ein bisschen specialig, aber die erste ist Buzzer. Schreiben. Buzzer. Buzzer. Wie heißt die Autorin der Buchvorlage? Das war Alper. Mary Shelley. Richtig, das zwei Punkte richtig. Alper. Marius, das ist richtig. Ich habe das Buch auch gelesen. Ich auch. Ja. Okay, und jetzt gibt es eine specialige, weil ich das. Ist das eine Buzzer oder eine Schreib? Nee, das ist doch, das ist eine Buzzer. Ach so. Hast du nicht gerade gesagt, Schreiben und Buzzern? Ja. Hat er. Vier Punkte gibt's, wenn mir jemand von euch den kompletten deutschen Buchtitel sagen kann. Also nicht nur Frankenstein, sondern auch oh. Frankenstein oder der moderne Prometheus. Das ist richtig. Ah. Vier moderne Marius. Okay, damit steht es 63 zu 25. Jedes Mal, wenn ich so zwei Punkte oder sowas nehme, kommt's gleich. Es kommt, was ist hier sorry los? Ja, vielleicht kommst du noch in der letzten Runde. Da gibt's noch 50 Punkte zu holen insgesamt. Ey, du hast die letzten beiden Spiele gegen mich gewonnen, also. Ich glaube sogar die letzten drei oder keine so. Ahnung. Okay. Nächster Film, erstes Zitat, 5 Punkte. Violetta, du wirst violett. Charlie und die Schokoladenfabrik. Das ist richtig. Ist das dein Ernst? Welcher? Auch der wieder neue welcher mit Johnny Depp. Das stimmt sogar. Okay, zweite wäre gewesen. Warum sollte ich Menschen verschicken? Die schmecken doch nun wirklich nicht. Mhm. Und dritte, ich habe es an ca. 20 Umpa-Lumpas ausprobiert und alle wurden zu Blaubeeren. Witzig nicht. Aber ich habe euch den Fun Fact schon mal erzählt, dass ich dachte, bevor ich diesen Film gesehen habe oder das Original, dass ich dachte, dass tatsächlich dass es ein Film für Erwachsene ist, der ins Horrorgenre gilt und dass die Schokolade aus den Kindern gemacht wird, die da reingezogen werden. Das wäre ein viel coolerer Film geworden. Ja. Okay. Wird's doch quasi. Ja, aber, ja, aber nicht als Hauptzutat so. Ja. Okay, jetzt gibt es eine Bonusfrage. Ja. Dann machen wir doch aufschreiben. Aber es geht ja auch ganz oft in die Richtung Horror bei dem Film. Und ja, aber ich dachte noch härter halt. Und ja, das ist halt so. Aber, okay. Ja, ja. Es ist schon harter Tobak. Der ist schon nicht ohne, da sterben Kinder. Ja. Drei Punkte bekommt die Person, die mir sagt, welchen Film Tim Burton und Johnny Depp zuletzt gemeinsam gemacht haben. Das ist eine Buzzer-Runde. Tim Burton als Regisseur und Johnny Depp. Und das ist eine Buzzer-Sache. Das ist keine Buzzer-Sache, das ist eine Aufschreibsache. Warum? Das ist eine Buzzer-Sache. Weiß ich nicht, okay, machst du einfach. Bisschen, genau. Der letzte Film, den Tim Burton und Johnny Depp zusammen gemacht haben. Das ist, glaube ich, ihr Dinge. Ich habe keine Ahnung. Der war richtig scheiße. Ich habe keine Ahnung. Der war, ich weiß, ja, ich habe eine Ahnung, was du meinst, also, aber ich glaube nicht, dass der von Tim Burton war. Wie lange ist Zeit? Ich hab was. Wie heißt der? 10. 9.
8, 7, 6. Alper wird sich gleich richtig aufregen. 5, 4, 3, 2. Oh, ich komme auf den Namen nicht, das liegt mir auf der Zunge. Meinst du den Film, wo er diesen Indianer spielt? Nein, nein, das ist nicht der letzte. Okay, nein. Du hast, was ist deine Antwort? Ich habe jetzt Dark Shadows geschrieben, aber es ist der Film heißt wie die Figur. Ich habe Alice im Wunderland. Nein, Quatsch. Damit hat Alper recht. Also Dark Shadows? Okay. Genau. Wie hieß der davor? 3 Punkte. Was ist der, den ich meine, wo auch Johnny Depp mitspielt? Der war auch richtig scheiße. Der davor? Oder er ist ungefähr zeitgleich erschienen. Meinst du Mordecai? Ja, ich meine, genau. Ist der von Tim Burton? Der ist nicht. Aber die sehen alle gleich aus. Ja, aber Dark Shadows war auch auf jeden Fall von den beiden. Okay. Irgendwie. Ich hätte jetzt, aber wäre ich auf Mordecai noch gekommen, hätte ich Mordecai aufgeschrieben. Also Glück gehabt. Okay. Okay. Nächster Film. 5 Punkte. Mhm. Meine Mutter war eine sehr verschwiegene und distanzierte Frau. Da pokert er jetzt, ne? Ja, ich muss pokern. Ach so, das ist nicht Psycho. Das ist nicht Psycho. Nein. Hast du gerade Psycho gesagt? Ja, Mutter. Warum sollte er aber von seiner Mutter in der Vergangenheitsform reden? Das stimmt. Das stimmt. Okay. Noch lebt. Ja. Willst du auch auflösen? Nö, oder ich will das zweite Zitat. 3 Punkte. Das ist ein Dialog. Mhm. Und wer soll sich jetzt um mich kümmern? Denkst du, ich kann mich nicht um dich kümmern? Aber wenn du stirbst. Das kommt mir bekannt vor. Das ist übrigens fürs. Bingo für Hund aufs Herz. Kommt mir bekannt vor. Ja. Lies mal bitte beide vor. Meine Mutter war eine sehr verschwiegene und distanzierte Frau. Aha. Und wer soll sich jetzt um mich kümmern? Denkst du, ich kann mich nicht um dich kümmern? Aber wenn du stirbst. Boah, ich rate einfach mal, ist es AI? Das ist falsch. Muss. Ja, also das ist falsch. Falsch, AI. Okay, okay, ich weiß es. Aber ich kann mir jetzt. Kannst du dir das zumindest mal anhören, um das 2 Punkte, okay. Aber ich weiß es. Ja. Drittes Zitat. Ja, ja. Ah! Was? Hereditary. Richtig, 2 Punkte an Alper. Ja. Ah. 1, 2. Ich bin gar nicht in so im. Hereditary. Filme, die aktuell im Kino laufen. Ja. Es war schwierig für den Zitat herauszufinden, ich muss mir den Trailer angucken dafür. Ich habe den 2 Mal im Kino gesehen. Das war das erste Zitat. Meine Mutter war eine. Ah, ja. Sehr verschwiegen und distanziert. Das war im Trailer? Ja. Okay. Okay. Boah. Bonusfrage. Ah. Ich habe versucht, Zitate zu nehmen, die so wenig wie möglich verraten, auch für die Leute draußen, die es noch nicht gesehen haben. Guck den Film an, der ist geil. Ja, Bonusfrage. Buzzer oder Schripp? Schreiben. Was für eine IMDb-Wertung hat der Film inzwischen? Oh, wow. Ach, 4 Punkte für eine Punktlandung, 2 für näher dran. Oh, ich habe es mir nicht mal aufgeschrieben, die richtige Antwort. Wow. Aber du hast im Kopf, oder was? Nö, ich habe ein Handy. Oh Gott. Ich habe ein Handy. Okay, boy. Was schreibst du da so lange? Ich habe noch Hereditary dazu. Ach so. Sorry. Ja. Okay, ich schaue live nach. Ich kann mal bei dir gucken. Nein. Okay. Ja, fang mal an, Marius. 8,5. Oh, ich bin mit der 8,2. Das ist ziemlich viel. Es ist nur 7,4. Es ist 7,6. Wow. 7,6 hat der nur, Ach, weil der so langsam ist. Okay. Was hattest du? 8,5. Okay. Ich hätte 8,2. Haben wir in beiden Film überschätzt, was die IMDb-Wertung angeht. Ja, aber wir haben einfach mehr Ahnung als die IMDb-Wertung. Scheiß auf die IMDb-Wertung. Ja, scheiß auf Wertung. Ja, es steht 68 zu 32. Hast du da keinen Fehler gemacht? Du hast mir gerade die Punkte gegeben, ne? Auch sowohl für das Zitat als auch jetzt hierfür. Wie viele Punkte habe ich jetzt dafür bekommen? Wie viele Punkte habe ich jetzt dafür bekommen? Dafür hast du 2 Punkte bekommen, weil du näher dran warst. Ja, ja. Wenn es genau gehabt ist, dann hast du 4 Punkte. Ja. Okay. Wie viel Gott, diese, jetzt kommt? Diese Moderationskarten werden immer weniger. Noch 2 Karten hat er auf der Hand. Es gibt noch 2 Filme. Noch 2, das sind 10 Punkte für dich. Da kannst du noch mit aufholen. Ja, und danach kommen noch 50 Punkte. Also 50? Ist noch alles drin. Bei diesen Schauspielern. Also wenn Alper jeweils beim ersten Zitat das halte ich für sehr unmöglich. Ist, egal, komm. Mach. Ja. Erstes Zitat, 5 Punkte. Ich fürchte, sie schätzen die Lage falsch ein. Wir werden verhindern, dass das System online geht und dann werde ich sie festnehmen lassen. Ich fürchte, sie schätzen die Lage falsch ein. Wir werden verhindern, dass das System online geht und dann werde ich sie festnehmen lassen. 5 Punkte. Auch sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Was denkst du noch nach oder bist du schon irgendwie im der Urlaub? Der ist im Urlaub. Ich muss ja eigentlich jetzt bei 5 Punkten passen, aber mal. Ich hab überhaupt keine. Doch mal. Du willst bloß, dass du noch mehr Abstand hast zu ihm gleich, ne? Ja, safety first, da kommt irgend so eine Kackrunde online. Gleich noch. Wir werden sie festnehmen und verhindern, dass das System online geht. Wir werden das System festnehmen und verhindern, dass sie online gehen. Ja. So geht das Zitat. Komm, mach mal das zweite jetzt. Ja, mach das zweite. Zweites Zitat? Ja.
Das war ich, der Urheber aller deiner Schmerzen. Aha. Aha. 3 Punkte. Das war ich, der Urheber aller deiner Schmerzen. Boah, ich hab Ahnung, aber ich glaube, es geht voll in die falsche Richtung. Keine Ahnung. Also, nur eine, doch, ich habe eine Ahnung, aber ich bin mir nicht, ich bin mir nicht sicher. Ja. Trittst du da 2 Punkte? Eine Lizenz zu töten ist auch eine Lizenz nicht zu töten. Alper? Alper? James Bond. Und zwar. Das musst du mir jetzt sagen. Charlie und die Schokoladenfabrik hat auch gezählt. Ich sag James Bond. Nein, nee. Okay, dann wir werden verhindern, dass das System online geht. War das erste und sie danach festnehmen. Das zweite war. Urheber aller deiner Schmerzen und Lizenz zu töten ist auch Lizenz nicht zu töten. Ach, warte mal, ist es Dings? Ist es Spectre? Ist das eine Antwort oder? Das ist eine Antwort. Das ist richtig. Ja, Spectre. Es ist Spectre. Mit dem. Doch, doch, es ist Spectre. Ja, was hättest du gesagt? GoldenEye. Okay. Ich war kurz davor, gerade Skyfall zu sagen, aber das wäre doof gewesen. Okay, Bonusfrage, Buzzer-Runde. Wie heißt der von Christoph Waltz gespielte Antagonist in Spectre? Alper? 5, 4. Und zwar heißt der 2. Bofinger. Scheiße! Ich wusste es. Der spielt den Sohn von Marius. Stehe auf dem Schlau, man muss ihn auf jeden Fall kennen. Man muss ihn kennen, ja. Man muss ihn kennen. Und also, du weißt es auch nicht. Ich stehe auf dem Schlau, natürlich weiß ich es eigentlich schon, aber. Oh nein, ich weiß es! Hast du nur gedrückt, wer er gedrückt hat? Ich weiß es! Ich dachte, mir fällt es dann sofort ein. Ich dachte das auch. Aber es ist, soll ich sagen? Nee, jetzt darfst du nicht mehr. Du darfst es sagen, aber es zählt nicht als Punkt. Ja, schon klar. Blofeld? Blofeld. Blofeld, ja, genau. Boah, das ist peinlich! Das okay, aber das liegt auch daran, dass sie den Film so verkackt haben, dass mit James Bond in der neuen Reihe schon relativ egal ist. So. Es steht der Film war wirklich scheiße. Immer noch 68 zu 34. Der hatte aber eine geile Anfangssequenz. Ja, ja. Das stimmt. Das stimmt. Okay, erstes Zitat, 5 Punkte. Ich fürchte, sie schätzen die Lage falsch. Ja. Ach, scheiße. Spectre. James Bond Spectre. Ich hab da anscheinend doppelt. Das heißt, das war der letzte Film bereits, weil du kein weiteres Zitat doppelt? Hast. Doppelt? Nee, ich hab aus Versehen ein falsches Zitat reingemacht. Wie ein falsches Zitat. Ich hab das kopiert. Dann nimm doch direkt das zweite. Direkt das zweite? Ja, komm. Dann das zweite und das gibt's, da gibt's auch weniger Punkte. Nein, auf 5 Punkte, klar. Wow, okay, wer schneller. Okay, 5 Punkte, wer schneller. Ja. Mr. Benedict, Sie können 80 Millionen in aller Stille verlieren oder 160 im Rampenlicht. Entscheiden Sie sich. Mr. Benedict? Mhm. Sie können 80 Millionen in aller Stille verlieren oder 160 Millionen im Rampenlicht. 5 Punkte. Ich poker mal auf Wall Street. Ist falsch. Hm. Okay, dann gib mir das nächste Zitat. Das nächste Zitat gibt dann 3 Punkte. Wow, ja. Das sind die billigsten 3 Punkte aller Welt. Ja, das ist aber wirklich einfach. Okay. Mr. Ocean, was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Ja, welcher? Ich sag. Ja, sag's mir. Ocean's 11. Ist richtig. Ja. ich bin nicht stolz auf diese 3 Punkte. Ja. Es steht 68 zu 37. Ja, das war der letzte Film. Jetzt kommt noch die letzte Bonusfrage, damit Buzzerrunde? Oh, 4 Punkte. Okay. Schreiben oder Buzzer? Schreiben. Mhm. Wie viel Geld Ach, leck mich am Arsch. Haben alle Ocean-Filme eingespielt? Hast du schon wieder was falsch gemacht, oder was? Ja, ich hab was kompletter Denkfehler. Joni. Jonas. Wie viel Geld befindet sich im Tresor, der ausgeraubt werden soll? Das ist jetzt die Frage. Ja. Warum, was ist der Denkfehler? Okay. Ja, okay. Wie viel Geld befindet sich im Tresor, der ausgeraubt werden soll? Verpasse ich gerade was? Was? Nee, das komm, ist mach, eine schreib auf. Nee. Moment, ich überlege. Schreib doch einfach auf. Nein, er hat vorhin einfach zugehört. Ja, das kann mir doch jetzt nicht zu schlecht gewertet werden, weil Alper nicht aufpasst. Doch. Doch, nee, war was? Nein. Nein, auf keinen Fall. Du hast eben Jonas entscheidet. Du hast so Jonas viele blöde Punkte abgestaubt für. Oh, lass mal hier. Was denn für Punkte? Komm, da krieg ich wenigstens einen Punkt. Krieg ich wenigstens einen Punkt für schön gut zugehört. 160 Millionen! Hat er das? Ach Sie können, so! Oh wow, aha. Das kam im Zitat vor! Ja, 160 Millionen im Rampenlicht, deswegen. Ja! Ja. Toll! Okay, dann machen wir eine Bonusfrage: 2 Punkte. Für so ein Kackfilm. Ja. Wie heißt der Regisseur von Ocean's 11? Ist es Soderbergh? Ist das eine Frage oder eine Antwort? Das ist eine Antwort. Ja, ist richtig. Ja. Toll! Ja, wow! Boah, Marius, Alter, du hast über 30 Punkte vor. Ach so, jetzt wird Wissen bestraft. Ja, okay, damit haben wir einen Zwischenstand aus unserer ersten Runde von 68 zu 39. Unglaublich, ja. Ja, das sind lockere 30 Punkte.
30 Punkte um die Ohren. Ja, komm jetzt. Mal, also, ja, buzzern, ne? Du sagst immer Schauspieler, immer einen mehr. Achso, und dann musst du den Film erraten. Und wer die Antwort weiß, buzzert. Ich sage jetzt Schauspieler und ihr müsst den Film erraten. Ich lasse den Hund mal rein, mir ist das jetzt egal. Auf jeden Fall, wenn ihr den Film falsch erratet, seid ihr raus. Mhm. Und umso länger ihr wartet, umso weniger Punkte gibt's. Ja, schon klar. Ja. Also volles Risiko heißt auch mehr Punkte. Ja. Okay. Mhm. Erster Schauspieler, Leonardo DiCaprio. Ich muss ja raten. Okay. Ich sage The Departed. Falsch. Ja. Du bist raus. Aber ach, komplett raus für die Runde? Ja. Ja, sorry, das muss ja. Hast du das gesagt? Hat das ja, gesagt. Ich dachte für einen Schauspieler dann immer. Nein. Nein. Ach, oh, ne. Ich habe gerade den Hund reingelassen, das ist unfair. Ja, gut, ja genau. Dann hätte ich schon wieder, jetzt sollte schon wieder gelohnt werden, dass du nicht aufpasst. Ja, dann hätte ich aber auch nicht gerade bei Leonardo DiCaprio, der 60 Filme gemacht hat, was weiß ich. Ja, komm. Max von Sydow. Leonardo DiCaprio. Max von Sydow. Muss ich buzzern? Das ist Shutter Island. Das ist richtig. Mhm. 4 Punkte für Marius. Okay, jetzt bin ich vorsichtig. Sei vorsichtig, Boy. Damit steht es 72 zu 39. Wie viele Filme gibt's jetzt? 10 Stück. 10, okay. Nächster Film. Erste Schauspielerin, Keira Knightley. Mhm. Mhm. Weiter? Ja. Zweiter Schauspieler, Geoffrey Rush. Jetzt soll es Geoffrey Rush. Luther Karibik. Richtig. Ja. Oh, boah. Ja, wie haben wir den Keira Knightley noch gemacht? Okay. Ja, natürlich. Okay, nächster Film. Da gibt es diesmal nur 4 Schauspieler, weil. Ein Kammerspiel. Okay. Erster Schauspieler, Hugo Weaving. Ja. Warte. Der hat Filme gemacht, die richtig. Mhm. Zweite Schauspielerin. Und das ist ja cool. Carrie Ann Moss. Matrix. Richtig. 4 Punkte an Marius. 4. Okay, nächster Film. Erster Schauspieler, Willem Dafoe. Mhm. Der hat auch Filme gemacht, ja. Du brauchst vom ersten einfach nicht fragen. Also, jemand hat nur einen Film gemacht. Okay. Ja. Zweiter Schauspieler, James Franco. Spider-Man! Oh, ja! Du hast Vater und Sohn vorgelesen. Drei, vier. Genau. Nächster Film. Norman und Harry Osborn. Ryan Gosling. Ja! Zweite Schauspielerin, Robin Wright. Ryan Gosling und Robin Wright spielen in Blade Runner 2049. Das ist richtig, 4 Punkte. Stimmt. Robin Wright spielt die Polizeichefin. 2, 3, 4. Das stimmt. Ja. Okay, nächster Film. Erste Schauspielerin, Liv Taylor. Die hat auch einen Film mitgespielt, ja. Zweiter Schauspieler, Orlando Bloom. Da bin ich jetzt gespannt. Okay. Ja. Herr der Ringe. Richtig. Ja. Ja. War ja. Klar. 1, 2, 3, 4. Damit steht es. Das sind aber auch so Filme, die Jonas immer reinbringt. Ja. Der Ring ist immer mit. Ja, aber ich muss ja auch Filme nehmen, wo man auch mit so 5 Schauspielern nennen kann. Ich muss aber halt auch zocken, ne? Ich muss zocken. Ja. Zocki, zocki, zocki. Es steht 80. 80 zu 51. Ja, nicht schlecht. Also ich glaube, rein rechnerisch ist eh nicht mehr möglich. Ja, aber trotzdem, ich muss Abstand verkürzen. Erster Schauspieler, Jesse Eisenberg. Ich muss ja raten. Okay. Also da weiß ich auch. Ja, rat doch. Social Network. Falsch. Scheiße! Okay, zweiter Schauspieler, Jeremy Irons. Ja, natürlich, das wäre die zweite Wahl gewesen. Du weißt es noch nicht. Okay. Warte mal, Moment. Jeremy Irons oder Jesse Eisenberg. Ach so! Batman wie Superman. Ja, richtig. 4 Punkte für Scheiße, ich hatte nämlich. Oh, ich hab an etwas Seriöses gedacht bei Jeremy Irons. Ach nein. Ja. Okay, nächster Film. Chris Evans. Es ist wirklich, beim ersten ist es einfach zu früh, das ist zu viel. Fantastic Four. Falsch. Ich dachte, ich poker Rodi und da mit anderen rein, aber. Okay. Zweiter Schauspieler, ja. Tom Hiddleston. Ach komm. Dritte Schauspielerin, Scarlett Johansson. Ja, schon klar, ja. Aber welcher ist es? Das ist aber auch blöd. Ja, das gibt's auch mehrere, in denen alle drei vorkommen. Ja, Avengers. Welcher? Aber okay, Avengers, okay. Also, ist okay. Ja, nee, aber Herr der Ringe ist ja auch okay. Also, ich wusste halt, dass es wahrscheinlich nicht Thor ist. Ja, aber das Ding ist ja, es sind ja nicht nur Avengers-Filme, eventuell, es kann ja auch Captain America sein, weil da spielen sie auch alle mit. Das sind ja. Naja. Das war echt eine scheiß toll, Sache Jonas. Da. Okay. Okay. Ich überspiele eure Kritik. Bruce Willis. Mhm. Ja. Der hat auch Filme gemacht. Ja. Uma Thurman. Kibbel.
Nein, Pulp Fiction! Pulp Fiction! Falsch. Pulp Fiction. Okay. Pulp Fiction! Pulp Fiction! Oh Mann, ey! Das zählt nicht! Ich hab hier direkt. Okay, wir Pulp Fiction. Nee, das sorry, das sind die Handregeln. Synapsen! Oh. Okay, dann kommen wir. Trinken Bier und kill diese Synapsen, dann geht's beim nächsten Mal besser. Kommen wir zum letzten Film. Ja, oh, bla, bla, bla. Dem alles entscheidenden Film. Es steht. Der gibt 50 Punkte. Ja, es steht 88 zu 54. Ja. Ich sehe das. Okay, trotzdem. Jetzt will ich raten. Jason Statham. Ja, okay, das bringt jetzt auch nichts zu raten. Terry Crews. Ah, Dings, ja. Jason Statham und du musst halt Terry auch die Antwort wissen und dann buzzern. Ja, das ist buzzern und dann Expendables. Richtig, ja. Das waren nochmal zwei vier Punkte. Eins, zwei, drei. Vier. Ja, das Problem ist halt, ich habe halt den Film im Kopf und dann, aber bis der Name aber, dann einfällt. Dings, ich hätte gerade an Dings gedacht. Nee, wie heißt der? Crank. Aber ich wusste nicht, ob, das wusste ich, das ist auch lange jetzt gesehen. Das aber auch, da ist in Crank ist, glaube ich, Jason Statham der einzige, den man kennt, oder? Ja, und Amy Smart kennt man so ein bisschen vielleicht, aber das war's dann auch. Ich dachte vielleicht, in irgendeiner super Nebenrolle hätte man. Crank ist geil, ich mag Crank. Also, Crank. Endstand ist 88 zu 58 für Marius. Deshalb, Marius gewinnt mit 30 Punkten Vorsprung. Ich bin immer noch schockiert, dass ich Kap der Angst nicht raus hatte. Kap der Angst ist eine Blamage für das uns alle. Das war wirklich eine Blamage. Ja. Ich möchte das nächste Quiz machen. Mhm. Weil ich mach das. Er nimmt dann wieder Kap der Angst mit rein. Alle Filme sind Kap der Angst. Du musst nur die Minute raten. Ja. Okay, aber das war's schon. Ja, deshalb hat Alper heute die zweifelhafte Ehre, Battlefield Earth zu schauen und dazu eine kleine Review zu machen. Ich würde das aber gerne eher. Wollen wir das wirklich als eigene Kritik hochladen auf dem Kanal? Das ist witzig. Das ist witzig, ja. Aber auch bei Open House? Da nee, nicht. Da kannst du das als Strafkritik. Also so als, okay, ich gucke mir tatsächlich Battlefield Earth an. Der gilt ja als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Ja. Ich habe auch mal gehört, dass in dem unfassbar viele Dutch Angles vorkommen. Ja, also, dass sehr die, viele. Dass die Kamera schief, nicht, ist. Schief ist. Genau. Ja. Die macht das auch oft. Aber du kannst ja mal versuchen rauszufinden, wie viel Scientology da drin steckt. Also, was mit deren seltsamen Science-Fiction-Glauben einhergeht mit dieser Mythologie bei. Wie heißt der? After Earth. Ja. Warum heißen die Filme ja alle Earth mit ihren blöden Scientology-Geschisse? Ja. Oh, After Earth spielt auf der Erde! Wer hätte das gedacht? Nee, spielt am Arsch der Welt, weißt du? Ja, After Earth. Okay, kommen wir jetzt hier raus. Ich hasse After Earth. Ich hab den so einen Propaganda komplett gesehen, diese Scheiße. Ich hab den auch gesehen. Ja. Ist, und, jetzt, du den? Und seitdem ist Jonas hat diesen speziellen Ring von Scientology an. Okay, können wir jetzt die Scheiße einfach beenden? Wir machen nur noch Blabla. Das war's mit Hund aufs Herz für diesen Monat und nächstes Mal mit eurem Moderator Alper. Schreibt am besten mal auch noch in die Kommentare, wie ihr das findet mit den Schauspielraten, ob man das weitermachen soll. Wie fandet ihr das? War das cool oder? Ja, also die Sache ist halt, man will zocken, wie ich gerade. Und ich versuch's dann halt beim ersten, wie bei Jesse Eisenberg. Ich habe gedacht, es ist entweder Social Network oder es ist Batman wie Superman. Das war einfach bitter. Es wird halt interessant, wenn du etwas weißt und nicht rätst. Und wenn du beim ersten Schauspieler Bruce Willis sagst, ja, dann ist es vielleicht kann man das mit der Jahreszahl verbinden am Anfang. Sie haben 2000, Film wir haben 1992, Bruce Willis. Ja. Ah, es ist Die Hard Schlagzeug. Ja, oder halt irgendwie ein Tipp oder sowas. Oder man sagt den Namen der Figur. Genre. Oder er sagt den Film einfach. Nee, das ist zu einfach, Figuren zu sagen. Meinst du? Ja. Das kommt halt auf die Figur. Gimli, okay, das ist einfach. Ja. Peter, okay. Das weißt du noch, wie Robert De Niro in The Cup der Angst heißt? Der hatte irgendwie einen richtig coolen geilen Namen. Ja. Sag es. Max Cady. Max Cady? Aber ich nenne ihn immer Cady, immer beim Nachnamen. Ach, Cup der Angst ist ein geiler Film. Ich hab den, das ist ja das Doofe. Es ist gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe. Ich habe noch das Ende gut im Kopf mit dem Schiff. Genau, das ist ja das Zitat Hausschiff, gewesen. Aber jetzt verlieren wir uns wieder in Blablabla. Wie heißt das nochmal? Häuser, die auf Schiffen sind. Also Hausboot. Hausboot. Genau. Das ist wie Häuser, die auf Schiffen sind, das klingt wie ein Film. Ja. Häuser, die auf Mortal Engines. Männer, die auf Ziegen starren. Ja. Häuser, aber die auf Booten sind. Ich habe hier das Hausboot am Ende, diese ganze Sequenz, die ist cool. Dann die Vergewaltigungsszene ist eine der geilsten Filmszenen überhaupt. Die ist ohne Scheiß. Guck dir noch mal an, wie unfassbar. Er meint das filmisch, nicht inhaltlich. Wie unfassbar intensiv sich das anfühlt. Also wie geil diese Szene gemacht ist. Ja, aber generell auch in der Katie immer der Soundtrack. Und? Fürs Bingo. Ja. Es gibt diverse Simpsons-Folgen, die darauf anspielen. Eine komplette ist komplett Kap der Angst. Ja.
Juliette Lewis ist großartig in dem Film. Diese Theaterszene ist in der Schultheater. Die Daumenlutsch-Szene erregt. Toller, es ist ein toller Film. Wird wieder aufgegriffen in From Dusk Till Dawn, mhm. wenn Quentin Tarantino mhm. sich das vorstellt. Ja. Wie Juliette Lewis lutscht an, ich glaube, seinem Zeh, oder? Ja, wahrscheinlich. Was ja. sonst? Ja. Ja. Okay, das war's. Guckt doch auch unsere letzte Folge, Hund aufs Herz. Die haben wir ja mit den Rocket Beans zusammen gemacht. Schon länger her. Wir verraten nicht, wie das ausgegangen ist. Wir sollten das haben und schon gesagt in dieser Folge. Und schreibt mal in die Kommentare, wie Ach, Denkfehler. Das ist wahrscheinlich der Fehler heute, dass ich einfach mein Hören aussetze. Nein, aber schreibt uns mal in die Kommentare, ob wir öfter Hund aufs Herz spielen sollen. Ob euch das zu selten genau. ist. Also oder schreibt auch mal hin, falls ihr mal Gäste sehen wollt. Welche Gäste? Also zum Beispiel die Rocket Beans oder wen würdet ihr noch gerne sehen? Sollen wir Schröck aus Hamburg nach Köln verfrachten? Genau. Oder sollen wir Etienne hierher bringen, damit er noch mal spielt? Sollen wir mit Jonas Mutter spielen? Sollen wir mit Jonas Mutter spielen? Sollen wir mal vielleicht einen anderen Filmkanal einladen, schreibt es uns in die Kommentare. Und außerdem solltet ihr unseren Kanal abonnieren, egal wo wir sind, ob jetzt auf Spotify oder iTunes, solltet ihr alles positiv bewerten und uns abonnieren, dann macht Checkt das Ganze mal, mehr Spaß. Unsere Social Media Kanäle ab, Instagram, es gibt immer funny Bilder von Jonas Neuber. Ja. Ich kann nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao.